Ja, herzlich willkommen heute Abend. Ich habe hier die Ehre, Sie und euch willkommen zu heißen zu unserer Podiumsdiskussion zur Zukunft Europas. Ich bin einer der zwei Geschäftsführer von Schüler helfen Leben. Wir sind hier in Schleswig-Holstein vor allen Dingen bekannt durch den sozialen Tag, an dem Schülerinnen und Schüler einen Tag lang nicht zur Schule gehen, sondern sich einen Job suchen, einen Tag lang arbeiten und den Lohn, den sie erarbeiten, spenden. Das Prinzip machen wir mittlerweile seit 1998 und fördern damit Kinder- und Jugendprojekte, vor allen Dingen in Südosteuropa, aber auch in Jordanien. Warum wir heute hier sind: Wir haben seit 2018 auch ein Büro in Lübeck, das aber nicht nur unser Büro ist, sondern dass wir uns quasi teilen mit unserem europäischen Dachverband SAME, Solidarity Action Day Movement in Europe. Das ist das kleine Logo ganz links hier. Das ist ein Netzwerk aus Jugendorganisationen, so wie wir, die alle den sozialen Tag durchführen in ihren verschiedenen Ländern. Da haben wir 9 verschiedene Organisationen dabei. Ah, jetzt ist es lauter. Und hier in Lübeck machen wir ein Begegnungsprogramm mit Jugendlichen aus ganz Europa, die wir nach Lübeck holen zu Begegnungen und verschiedenen Konferenzen. Wir holen also Europa nach Lübeck und wir dachten uns, wir wollen auch einmal etwas nach draußen tragen und etwas für die Lübecker Bürgerinnen und Bürger machen und ein bisschen unsere Arbeit präsentieren dabei, weswegen wir hier die Idee hatten, diese Podiumsdiskussion zu machen. Unser Begegnungsprogramm mit Büro hier ist, ich möchte es gerne erwähnen, ist finanziert von der Posel-Stiftung. Damit können wir die ganze Arbeit machen hier. Es ist also nicht, sind nicht die Spendengelder des sozialen Tages sozusagen, die wir für die Begegnungsarbeit hier verwenden müssen. Der Abend heute, als wir gedacht haben, wir wollen das mal machen, mit wem machen wir das zusammen, dann sind wir drauf gekommen, wir machen das am besten mit der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein, hier heute Abend auch mit Gudrun Neuper vertreten. Und wir haben uns auch zusammengetan mit dem Europäischen Hanse-Museum, dessen schönen Raum wir hier heute nutzen können. Gut, ich bin auch froh, dass Sie hier alle heute da sind, trotz der Panik rund um das Coronavirus. Wir können heute Abend auch begrüßen, wir haben am Wochenende noch ein Netzwerktreffen von Jugendorganisationen aus Südosteuropa, haben Teilnehmende aus Nordmazedonien da, aus Kosovo da und hier auch aus Bosnien. Unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Büro Sarajevo sind da. Deswegen gibt es eine Übersetzung. Manche Menschen haben einen Übersetzungsknopf im Ohr. Da hinten wird ein bisschen geredet werden während der ganzen Veranstaltung. Also lassen Sie sich nicht verunsichern, wenn hier von Ihrer Seite rechts aus immer mal was geredet wird. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, organisatorischer Art, die Veranstaltung wird gefilmt. Auch wenn mal Fragen aus dem Publikum kommen, auch das Publikum. Wenn Sie lieber nicht gefilmt werden möchten, gäbe es die Möglichkeit, dass Sie sich hier in diesen Bereich setzen. Dieser Bereich, der ist nicht abgedeckt von den Kameras, dann ziehen Sie gerne nochmal um. Gut, dann würde ich jetzt erstmal das Wort an Gudrun Neuper übergeben, bevor ich dann noch unseren Moderator des Abends vorstelle, der den Rest machen wird. Hallo auch von mir und herzlich willkommen. Gudrun Neuper von der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein, bin Vorstandsmitglied und hier für Lübeck Koordinatorin. Als ich von Niklas Kapke, Mitarbeiter von Schüler helfen Leben, gefragt worden bin, ob wir hier diese Veranstaltung oder eine Veranstaltung gemeinsam machen, fand ich total toll und war begeistert dabei und bin begeistert, was wir hier oder vorwiegend Schüler helfen Leben auf die Beine gestellt hat. Vielen Dank. Was verbindet uns? So, irgendwie eine Stiftung hier in Deutschland und Schüler helfen Leben oder auch SAME. Wir empowern junge Menschen. Und das verbindet uns. Und deshalb bin ich so glücklich, dass hier so viele sind und sogar ein Generationsdialog hier möglich ist. Aber es ist eine der wenigen Veranstaltungen, die wir hier von der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein in Lübeck machen, dass die Jugend überwiegt. Das ist super. Vielen Dank. Nun wünsche ich Ihnen uns einen wunderschönen, interessanten, konstruktiven, informativen Abend. Danke dir. Das habe ich eben noch
vergessen zu erwähnen, wegen der Übersetzung am besten etwas langsamer reden. Das ist okay. Ja, wir haben keine professionellen Dolmetscher, sondern Engagierte von uns aus unseren Kreisen, die das machen. Nicht weiter schlimm, aber wer dran denkt, der kann dran denken. Genau, wir haben als Moderator des Abends gewonnen Enrico Kreft, ein Lübecker, der ein Alt-SALer ist. So weit zurück, dass wir beide uns bei SAL, bei Schülerhelfen Leben, Entschuldigung, nie begegnet sind. Aber er war derjenige, der Schülerhelfen Leben damals, Ende der 90er, von einem großen Schwerpunkt in Rheinland-Pfalz hoch in den Norden nach Schleswig-Holstein geholt hat und dann damals auch 1998 mitgeholfen hat, den ersten sozialen Tag zu organisieren. Und er, dachten wir, ist die geeigneteste Person, um diesen europapolitischen Abend heute für uns zu moderieren. Deswegen herzlichen Dank, Enrico, und ich übergebe an dich. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Das habe ich natürlich nicht alleine geschafft. Wir haben das alles im Team damals gelöst und war natürlich sehr stolz darauf, dass wir das gemacht haben. Und Schüler helfen Leben hat mich dazu gebracht, mich europäisch zu engagieren. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute hier eine Debatte haben, die sich mit der Fragestellung beschäftigen will, in welchem Europa wollen wir leben und wie kommen wir vor allem dahin. Und ich glaube, wir haben ein sehr spannendes Podium für Sie und für euch zusammengestellt. Und ich möchte dann, bevor ich das Podium vorstelle, noch auf eine technische Sache hinweisen, dass Sie und ihr gleich die Möglichkeit habt, wer das unbedingt braucht, das Smartphone in die Hand zu nehmen und kann auch während der Vorstellung, während der Diskussionsbeiträge schon Fragen stellen. Ich bekomme die hier vorne angezeigt. Das machen wir gleich alles noch ein bisschen weiter, nur dass Sie und ihr das schon mal im Ohr habt, werdet von Beginn an beteiligt, also sobald es losgeht und sich Fragen stellen, gerne nehmen. Ich werde die dann aufgreifen und auch in die Diskussion hier vorne mit einbinden. Zunächst möchte ich dann aber noch unser Podium natürlich besetzen. Da sind noch drei leere Plätze und ich möchte anfangen mit Anke Steenwegen, die extra aus Belgien angereist ist. Du hast die freie Platzwahl Anke ist hier in Lübeck FSJlerin gewesen für ein Jahr und da stellt sich mir schon die Frage, wenn du dich für Schülerhelfen Leben, für SEM engagiert hast, was hat dich motiviert, dich überhaupt hier aus Belgien rauszuwagen und in Lübeck deine Zeit zu verbringen? Ist das an? Ja, okay. Also, wenn ich 14 Jahre alt war, war ich aktiv in der Jugendorganisation in Belgien, die Soziale Tag organisiert hat und ich fand Solidarität ganz wichtig und bin dann irgendwann ein Jahr später auf eine Summer Academy gegangen in Italien und die war von SEM organisiert, von das SEM-Netzwerk, das ist das Dachverband Sozialer Tagorganisation und diese Erfahrung war für mich ganz wichtig, weil ich fand das so cool, dass nicht nur in Belgien Leute sich engagieren für Solidarität, für irgendwie Zusammenhalt zu bekommen, aber auch in andere Länder. Und dann bin ich aktiv geworden, bin ich im Vorstand von das SEM-Netzwerk gegangen und dann kam dieser FSJ in Lübeck und ich dachte, boah, das ist eigentlich ganz cool, auch mal etwas zu tun, das zu organisieren, sodass auch andere Jugendliche aus ganz Europa sowas machen können und auch diese Erfahrung bekommen und dann auch eine Meinung bilden über Europa und nicht nur denke, ich bin Belgierin oder ich bin Deutsche, aber ich bin auch Europäerin und das hat das für mich geändert und finde ich ganz wichtig. Ja, vielen Dank. Das war Anke. Jetzt würde ich, die wir natürlich noch im Laufe des weiteren Abends hören und weitere Fragen stellen. Als nächstes, wir machen es quotiert, Rasmus, bist du dran. Rasmus ist ein alter Hase im politischen Geschäft, obwohl er deutlich jünger ist als ich. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich will zumindest erwähnen. Er ist lange Zeit regionaler Abgeordneter gewesen, also Landtagsabgeordneter für die Grünen und seit Juni letzten Jahres Europaabgeordneter für die Grünen. Ich freue mich, dass du da bist und auch gleich die Frage für dein Eingangsstatement. Was kannst du denn als Parlamentarier für die Zukunft Europas tun? Naja, ich würde sagen eine ganze Menge.
aber natürlich auch nicht alleine. Eine ganze Menge, weil wir im Europäischen Parlament natürlich schon die Möglichkeit haben, zum einen auch grundsätzliche Themen, Debatten anzustoßen über die Frage, wie soll Europa eigentlich in 20, 30 oder 40 Jahren aussehen, aber auch ganz konkret natürlich, weil, auch wenn das Klischee immer ist, dass das Europäische Parlament ja nicht so viel zu sagen hat und wir den ganzen Tag da nur grundsätzlich diskutieren, das ja nicht ganz richtig ist. Also das Europäische Parlament ist bei der Gesetzgebung Mitentscheider, leider nicht Alleinentscheider. Dazu können wir dann ja vielleicht heute Abend in Diskussion noch kommen, ja, wie sollen vielleicht auch die Strukturen sein in der Europäischen Union, aber Mitentscheider, das heißt ohne uns passiert halt eben auch nichts und deshalb glaube ich, dass man als Europaabgeordneter da einen sehr, sehr großen Einfluss drauf haben kann und was man vielleicht auch nochmal erwähnen kann, auch im Vergleich zu den Bundestagskollegen und Kolleginnen, ist, dass die Art und Weise, wie Politik gemacht wird im Europäischen Parlament, so ist, dass es viel inhaltlich an Themen orientiert ist. Das heißt, ich rede dann mal als Grüner mit den Sozialdemokraten, mit den Liberalen und mit den Linken und mal vielleicht aber auch mit den Konservativen und mit den Liberalen oder den Sozialdemokraten. Das heißt, man sucht sich von Thema zu Thema immer eine Mehrheit und ist nicht so wie in Kiel oder wie in Berlin ständig an dieselben Partner gekettet. Und das gibt Abgeordnete auch viel mehr Freiheit in der politischen Arbeit, als es zum Beispiel im Deutschen Bundestag oder im Kieler Landtag der Fall ist. Will den Kollegen da nicht zu nahe treten. Ein bisschen Erfahrung habe ich ja. In Koalitionen ist es ja meistens so, dass dann die großen Themen und die großen Entscheidungen dann von wenigen Leuten in den Parteispitzen entschieden wird und das ist im Europäischen Parlament anders und das ist auf jeden Fall auch etwas, was mir sehr viel Freude bereitet und wo ich auch das Gefühl habe, dass man im Europäischen Parlament schon auch sehr viel bewegen kann. Ja, vielen Dank. Und zu guter Letzt haben wir Paulina Fröhlich von einer Denkfabrik vom Progressiven Zentrum und ja, ich bitte auch dich nach vorne. Wir haben uns übrigens im Vorwege hier auf dem Podium einfach mal vorgeschlagen, weil ich der Gesichtsälteste bin, dass wir uns alle duzen. Sie können als Publikum das anders handhaben. Was macht dann so eine Denkfabrik und was habt ihr für Erfahrungen zu dem Thema gemacht? Wie sieht da deine Arbeit aus? Was sind Empfehlungen, die du mit uns mitgeben kannst? Worüber denkt ihr nach bei dieser Fragestellung? Zunächst muss ich sagen, dass ich mich unheimlich freue, hier zu sein und mich dafür bedanke. Als ich gelesen habe, dass Schüler helfen, leben, sich in Jordanien engagieren, ist mein Herz höher geschlagen. Da habe ich mal studiert. Ich bin Alumni der Heinrich-Böll-Stiftung. Zu hausiger könnte ich mich gerade nicht fühlen. Vielen Dank dafür. Denkfabrik, ja, das ist so ein Beruf, wenn man in einer Denkfabrik, in einem Think Tank arbeitet, wo auf Familienfeiern einem immer nur Fragezeichen entgegenkommen. Think was? Und die berechtigte Frage natürlich kommt, worüber denkt ihr denn so nach? Wir als Progressives Zentrum sind ein Haufen relativ junger Leute. Der Programmbereich, den ich leiten darf, nennt sich Zukunft der Demokratie. Also denken wir darüber nach, wie die Zukunft unserer Demokratie progressiver, fortschrittlicher, gerechter, sozialer und europäischer gestaltet werden kann. Im Zuge dessen kommt man natürlich nicht an Europa vorbei, ganz im Gegenteil. Wir versuchen es auf allen Ebenen mitzudenken und mitzugestalten. Wir haben viele Projekte, die ganz direkt Europa ansprechen und Europa mitgestalten sollen, wie zum Beispiel die Dialogreise, die wir im vergangenen Jahr gemacht haben durch Deutschland. Wir haben mit vielen Bürgerinnen und Bürgern aus strukturschwachen Gebieten gesprochen, aber hauptsächlich zugehört, was bewegt sie, was für Sorgen, Ängste, Gefühle, Hoffnungen und Meinungen haben sie, wenn es um Europa geht. Diese ganzen Dinge haben wir gesammelt, ausgewertet und spielen sie zurück in den politischen Raum, um zu sagen, diese Stimmen, die kriegen viel zu wenig Gehör und deswegen haben wir versucht, ihr Lautsprecher zu sein. Und was sind Erkenntnisse dieser Dialogreihe? Was kannst du mit uns mit auf den Weg geben als Einstieg? Wir haben einige Erkenntnisse da natürlich zusammengesammelt. Wir haben allerdings, und ich dachte, das könnte ich vielleicht in aller Kürze einmal mitteilen, Handlungsempfehlungen auch ausgesprochen nach dieser Dialogreise. Man muss sich vorstellen, wir waren mehrere Wochen unterwegs in 10 Orten, 5 davon in den sogenannten neuen, 5 in den sogenannten alten Bundesländern, strukturschwache Orte. Und dort haben wir die Leute befragt und ihnen zugehört, mit ihnen gespielt und was alles noch so und danach haben wir Handlungsempfehlungen formuliert und ich dachte, die könnte ich innerhalb von
wenigen Sätzen vielleicht einmal kurz vortragen, denn sie sind zukunftsgerichteter und wie ich die Veranstalterinnen und Veranstalter verstanden habe, geht es heute um die Zukunft und nicht nur um den Ist-Stand von irgendwelchen Gesprächen aus dem Oktober 2018. Also, 5 kurze Handlungsempfehlungen von nach unserer Reise. Erstens, Bürgerinnen-Dialoge statt Frontalbeschallung. Entschuldigt bitte, jetzt fange ich nochmal an. Bürgerinnen-Dialoge statt Frontalbeschallung veranstalten. Alle Bürgerinnen und Bürger haben gesagt, wir wollen untereinander ins Gespräch kommen, wir haben keine Lust mehr, ich will dir nicht zu nahe treten, dass da ein Podium ist, da sitzt ein Politiker drauf und, und wir dürfen unsere Fragen stellen. Zweitens, persönliche Möglichkeiten als Konsequenz erfolgreicher Politik vermitteln. Alle Bürgerinnen und Bürger, mit denen wir geredet haben, vom Euroskeptiker bis zum Europa-Fan, lieben ihre persönlichen Möglichkeiten, die sie innerhalb Europa haben. Sie wissen und schätzen sie auch. Sie führen sie nur nicht auf konkrete politische Arbeit, die dem vorausgegangen ist, zurück. Und das ist ein Problem. Drittens, wir glauben, dass Hindernisse im politischen Prozess ehrlicher benannt werden müssen. Auf der globalen Ebene scheint das schon ganz gut zu funktionieren. Achtklässlerinnen und Achtklässler kann man fragen, was denn so in der UN los ist. Dann wissen die vom Vetorecht Russlands im Sicherheitsrat, wissen, dass es Blockaden gibt bei Interessen. Auf der europäischen Ebene hatten die Bürgerinnen und Bürger, mit denen wir gesprochen hatten, kaum eine Ahnung, was den politischen Zielen der Parteien eigentlich im Weg steht. Warum setzen die das nicht endlich mal um? Viertens, Ressentiments gegenüber Ost- und Ost-Mitteleuropa untersuchen. Wir haben erschreckend viele Ressentiments festgestellt und zwischen den unterschiedlichsten Menschen gegenüber Ost- und Ost-Mitteleuropa. Und wir glauben, dass man mit einer repräsentativen Studie dem auf den Grund gehen sollte, um, falls sich unsere Ängste bestätigen, das zu bekämpfen. Fünftens, wir glauben, dass Kritik als europäische Haltung begriffen werden muss und gefördert werden muss. Wir dürfen nicht den Menschen, die kritisch gegenüber Europa und der Europäischen Union sind, denen das Feld überlassen, dass sie sich als Euroskeptiker und somit vielleicht auch antidemokratischen Kräften gemein fühlen und zugehörig fühlen. Ich glaube, Kritik muss ein stolzer europäischer Wert sein. Also nach dem Motto, wer hat's gesagt, wenn du Europa liebst, dann solltest du es kritisieren. Soweit, so gut. Ja, vielen Dank. Da will ich direkt auch Rasmus eine Frage zu stellen, und zwar, wir sollen ehrlich über Hindernisse sprechen. Du hast jetzt geschrieben, wie das im Parlament fantastisch läuft, weil man nicht so in diesem Fraktionsdisziplin eingebunden ist. Aber wenn es um Debatten, beispielsweise ja, so verstehe ich auch die Debatte gerade um den Green Deal, was der Versuch war, sozusagen europäische Regierungsfähigkeit darzustellen, sozusagen daraus eine Zukunftsdebatte ja auch zu machen, zu sagen, Klimapolitik ist wichtig. Was sind dann in so einem Prozess eigentlich die Hindernisse oder die Hemmnisse? Was macht die Debatten im Europaparlament gegenwärtig auch schwer, auch überhaupt zu einer Zukunftsdebatte zu kommen? Also die einfache Antwort ist der Rat. Alle nationalen Regierungen sind aus Sicht aller oder fast aller Europaparlamentarier die Hölle, weil die hinter den Kulissen zaudern, zögern, Sachen ausbremsen, man nichts davon mitbekommt, weil sie das hinter verschlossenen Türen machen, anders als das Europäische Parlament, was transparent debattiert. Und dort liegt dann oft meistens auch das Problem darin, Sachen umzusetzen. Stichwort Green Deal. Von der Leyen hat den Vorschlag gemacht, wir brauchen Green Deal für Europa. Wir Grüne würden gerne viel mehr haben, keine Frage, andere Parteien auch, andere ein bisschen weniger, aber man kann sich auf so eine Stoßrichtung schon irgendwie verständigen. Das kriegt man im Parlament ganz gut hin. Und dann kommt der Rat, dann kommt beispielsweise die deutsche Bundesregierung und ist weder daran interessiert, eine ambitionierte europäische Politik zu machen, die Probleme anzugehen auf europäischer Ebene, noch möchte sie gerne der Europäischen Union die Kompetenzen geben, die die Europäische Union braucht, weil vorhin habe ich es positiv formuliert und gesagt, ohne das Parlament geht gar nichts, ohne den Rat geht aber leider auch sehr, sehr wenig, und deshalb hängen die Sachen ja miteinander zusammen, und dass wir uns in so einer komplizierten Auseinandersetzung zwischen den unterschiedlichen Institutionen, Rat, Parlament befinden, das macht das Ganze auf jeden Fall schwierig, und das führt dazu, dass Sachen auch ziemlich lange brauchen und auch viele
Menschen zu Recht nicht durchsteigen. Das würde ich alles unterstützen. Ja? Und das ist sozusagen das Hauptproblem, würde ich sagen, dass die Strukturen da in Teilen einfach auch ein bisschen undemokratisch noch organisiert sind, dass es auch viel zu wenig Möglichkeiten gibt, für Menschen sich einzumischen. Es gibt die Möglichkeiten inzwischen, aber es gibt sie noch zu wenig. Und da, glaube ich, muss man jetzt auch dran arbeiten und gucken, dass man halt eben auch zu einer Europäischen Union kommt, wo sich die Strukturen in so eine Richtung öffnen, dass wir halt eben auch mehr Menschen in unsere Arbeit einbeziehen können, dass die Beteiligungsmöglichkeiten direkter werden, aber halt eben auch, dass Angela Merkel, Emmanuel Macron oder Mette Frederiksen, wer weiß, wer das ist, die dänische Staatsministerin, auch eine ganz schwierige in den Zusammenhängen, nicht einfach immer nach Brüssel fahren und alles blockieren. Paulina, sind das auch Hindernisse, die die Bürgerinnen beschrieben haben? Oder haben die über andere Hindernisse nachgedacht bzw. formuliert? Das größte Hindernis, das fast alle Bürgerinnen und Bürger einstimmig benannt haben, war für sie die böse Bürokratie. Die Bürokratie stand in den Bildern, die in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger waren, mit denen wir gesprochen haben, der konkreten Vision, dem Projekt Europa als Feinden gegenüber. Da gibt es doch eine goldene Zukunft, die könnte ja klappen, da gibt es ja tolle Ziele. Aber dann kommt schon wieder der, wie du es gerade beschrieben hast, langwierige Absprachen, der lange Bürokratieprozess. So, und manchmal sind das sehr diffuse Ängste, so dann fragt man nach, welche Bürokratie denn genau, und dann kommt nicht mehr viel. Manche aber haben auch ganz konkrete Erfahrungen gemacht mit Fördergeldern, die sie beantragt haben. Oder eine Bäuerin hat mir erzählt, sie hat gerade ihren Stall umgebaut, kam schon wieder die nächste Bestimmung aus Europa und der Stall war nicht mehr normgerecht. Also Bürokratie war das Hauptding, das die Bürgerinnen und Bürger genannt haben. Ja, vielen Dank. Was ich jetzt machen möchte, ist, wir haben noch ein kleines Video zusammengestellt von Jugendlichen, von Aktiven, die aus dem SEEM-Netzwerk kommen. Das wollen wir mal eben abspielen, die auch noch mal ihre Ideen hier äußern. I wish for a future in Europe where the word solidarity is not just used by politicians to gain easy points. I hope that at some point in the future everyone will consider them not just part of a nationality, but also consider themselves Europeans. My name is Francesca. I come from Bassano di Grappa in Italy. And for the future of Europe, I hope for democracy, dialogue, engagement and equality. Hello, I'm Milica from Podgorica. As a young person belonging to a widely pro-European generation, I want future Europe where decisions are made with young people in a sustainable, democratic and inclusive way. Creating policies and strategies with youngsters as well as with other citizens is a viable path towards collective change and open, stable and democratic Europe. Hi, I'm Jeta from Podijeva, a city in Kosovo. Which means that I need to have a visa to visit almost every country. Sometimes it's even impossible. Sadly, I'm just one of many other young people who struggle with this. So my vision of Europe is that countries, also people, lift each other up so that young people are not isolated or limited by such political issues. Thank you. Old people tend to romanticize the past, and by all means, they can keep it. It is the future that belongs to the youth. We don't have to accept a world where climate change, human rights and justice is neglected by our politicians. A better world is possible, but we can't create a better future unless youth is given knowledge, agency and the voice. Ich möchte euch jetzt bitten, ihr habt die Statements gehört, ihr könnt euch ein bis zwei raussuchen, die euch inhaltlich nah sind und einmal versuchen drauf, was würdet ihr reagieren, wie würdet ihr jetzt in Dialog mit den Aktivisten starten? Anke, du hast ja in dem, wahrscheinlich kennen die einen, kennst du einige davon? Ich kenne einige schon, ja, drei glaube ich hier. Ja, ich fand das eigentlich ganz interessant, was Johanna gesagt hat, was ich auch heute schon gesagt habe, dass wir uns sehen als Europäerinnen und nicht nur als Belgierin oder in meinem Land sogar nur Flamme und sagen, ja, Belgien gibt es gar nicht. Ja, das ist halt etwas, was ich super wichtig finde. Die Frage kommt dann, wie schaffen wir sowas, weil nur wenn wir
sorry, dass ich jetzt so sage, ein Europaparlament habe. Das bedeutet nicht, dass wir auch eine europäische Identität haben. Und dann finde ich es ganz wichtig, dass wir auch einander treffen und dass es einfach ist, einander zu treffen. Und da sind die Erasmus-Programme super wichtig und da sind größere Veranstaltungen, wo man auch etwas zusammen macht und nicht nur über etwas diskutiert, aber auch merkt, ah, in meinem Land sind das Herausforderungen und ihr habt das auch und wie macht ihr das und wir können zusammen was schaffen. Das finde ich ganz wichtig und daran soll man arbeiten. Rasmus, gleich die Frage an dich weiter. Ja, erstmal eine Vorbemerkung. Jetzt habt ihr beide schon einmal euch bei mir entschuldigt und dann was gesagt, wo ihr wahrscheinlich erwartet habt, dass ich das nicht so sehen kann, weil ich ja dieser komische Politiker aus dem Europäischen Parlament bin. Und danach habt ihr beide Sachen gesagt, die ich zu 100% unterschreibe. Nur, dass ihr das wisst. Ihr dürft das gerne gleich wieder so formulieren, aber nur, dass ihr wisst, dass ich euch danach wahrscheinlich in der These, mit der ihr kommt, dann zustimmen werde und dass ihr damit dann leben müsst. Ich fand am spannendsten eigentlich gerade die Aussagen von denen, die aus Ländern kommen, die nicht Teil der Europäischen Union sind und zum Beispiel auf Visafragen abgehoben haben, weil es uns nämlich zeigt, und da gibt es aktuell gerade sehr viele Beispiele mit sehr unterschiedlichen Formen, Brexit, aber jetzt auch das, was wir gerade an einem wirklich menschenverachtenden Drama an den EU-Außengrenzen erleben, dass es viele Menschen gibt, die nicht in der Situation sind, so privilegiert zu sein, in der Europäischen Union zu leben. Und die alles das, was wir an Herausforderungen haben und wo die EU besser werden muss und so weiter, halt eben nicht haben und das gerne hätten. Und gerade für junge Leute, gerade für junge Menschen ist es dann oft besonders dramatisch, weil viele junge Menschen noch mal ein bisschen globaler vielleicht auch unterwegs sind, als das viele Ältere sind. Und deshalb glaube ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen, um noch mal von der Ausgangsfrage auszugehen, in welchem Europa wollen wir leben? Ich würde mir wünschen, dass wir in einem grenzenlosen Europa leben. Und dann ist natürlich die große Frage, ja, und wie kommen wir da hin? Und darüber können wir ja vielleicht noch reden. Aber ich habe nach wie vor, genauso wie ich das mit 16 hatte, als ich bei der Grünen Jugend begonnen habe, Politik zu machen, die Vision, in einem grenzenlosen Europa zu leben. Und ich habe das so ein bisschen biografisch dann vor dem Hintergrund, das kann Enrico nicht mehr hören, weil er das schon 30 Mal hat hören müssen, aber das muss er jetzt ertragen, ein bisschen vor dem Hintergrund, dass ich aus der dänischen Minderheit komme. Und wir sind ja in diesem Jahr 100 Jahre, in dem Jubiläumsjahr 100 Jahre seit der Volksabstimmung über die Grenzziehung zwischen Deutschland und Dänemark, mit einer danach sehr positiven Entwicklung auch in der Frage, wie Minderheiten und Mehrheiten auch zusammenleben können. Und wo wir jetzt aber auf der anderen Seite auch erleben, Ankündigung heute, dänische Regierung, dass sie sich schon wieder darauf vorbereiten, die Grenze dicht zu machen, weil man ja nicht weiß, was in Griechenland und in der Türkei jetzt in den nächsten Wochen passiert. Und vor diesem Hintergrund scheint mir das gerade eine sehr, sehr relevante Frage zu sein und eine, die sehr, sehr viel auch, ja, konkret bedeutet in der konkreten Arbeit im Parlament, aber auch im Verständnis davon, wie man jetzt weiterkommt, auch zivilgesellschaftlich, denn da würde ich dir auch recht geben, natürlich ist das nicht nur was im Parlament stattfinden muss. Ein Parlament kann nur funktionieren, eine Demokratie kann nur funktionieren, wenn es eine aktive Demokratie drumherum gibt. Und wenn es die nicht gibt, dann sitzen im Parlament auch nur noch Idioten und das sollte nicht passieren. Ja, mich haben zwei Sachen sehr berührt aus den Filmen. Einmal eine gleiche Sache, die du auch genannt hast, und zwar der Wunsch, dass sich Menschen als Europäerinnen und Europäer sehen, statt mit ihren Nationalitäten in erster Linie assoziieren. Ich glaube, dass wir da lange, lange noch nicht sind, überhaupt gar nicht. Ich glaube, dass es eine sehr viel kleinere Gruppe ist, als wir glauben, die sagen würden, ich bin komplett Europäerin an erster, zweiter und dritter Stelle. Ich glaube, dass wir uns mit diesem Fakt konfrontieren müssen. Mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit denen ich gesprochen habe, auf dieser eben genannten Reise, haben wir es die immer deutsche Brille genannt. Alles wird durch eine immer deutsche Brille gesehen, selbst wenn man positiv über Europa und zu Europa spricht. Gab es so viele Dinge, wo die Vorteile für einen selbst doch bitte da sein sollten. Wenn die Vorteile erstmal bei anderen Staaten liegen, dann ist man ein bisschen kritischer. Praktisches Beispiel, ja, ich könnte mir vorstellen, in der Rente in Spanien zu leben, kein Problem. Wie, jetzt kommt der Rumäne und will hier arbeiten. Ne? Also das haben wir immer wieder gemerkt, diese immer deutsche Brille muss runter vom Kopf, aber es ist auch keine Frage, warum sie auf dem Kopf sitzt. Es wird ja täglich befördert,
in den Medien vor allen Dingen, aber auch durch Politikerinnen und Politiker im Bundestag, wundert mich nicht. Der zweite Punkt, der mich sehr berührt hat und den ich mitnehme, ist der Satz, ich glaube, es war von der Norwegerin zu der Golden Past and you can keep it, behalten Sie Ihre vermeintlich romantisierte Vergangenheit, finde ich klasse. Die Rechtspopulisten bei uns im Land und auch in anderen Ländern versuchen, das Gestern zu vergolden und ein Zukunftsbild, was in Wirklichkeit ein Vergangenheitsbild ist, zu malen, das attraktiv scheint in Zeiten der Verunsicherung. Aber ich glaube, wir müssen mehr Mut haben alle miteinander und in eine wirkliche Zukunft gehen, auch wenn wir Hand aufs Herz noch nicht wissen, wie das Bild so genau aussieht. Ja, wir kommen jetzt langsam in die andere Frage. Wir haben jetzt angefangen ja eher so ein bisschen über, wie kommen wir überhaupt dahin? Wir müssen über Hindernisse sprechen. Pauline hatte das als Handlungshinweis mitgegeben. Das haben wir jetzt ein bisschen angerissen. Und jetzt habt ihr schon angefangen, du hast gesagt, du grenzenloses Europa-Rasmus. Anke, wie sieht dann für dich ein Europa aus, in dem du in 10, 20 Jahren leben möchtest? Ich glaube, für mich ist das Wichtigste ein solidarisches und ein menschliches Europa. Ich glaube, wir wissen alle, dass heute das manchmal nicht so ist, dass es manchmal Leute gibt, die einfach nicht zugeben, es wird zum Beispiel immer Migranten sein. Und was machen, das sind ja Menschen und wir müssen die ja auch als Menschen sehen. Aber auch, es gibt Jugendliche mit weniger Chancen und Solidarität ist wichtig und für mich ist es ganz wichtig, dass Leute das auch sehen und dass Solidarität nicht nur in den Familien stattfindet oder in einem Dorf oder sogar nur in sein eigenes Land, aber das geht auch über die Grenze hinaus und man kann auch solidarisch sein mit Leuten, die man vielleicht noch nie gesehen hat und noch nie getroffen hat. Rasmus, in welchem Europa möchtest du leben? Jetzt mal auch unabhängig, jetzt einfach nur als Rasmus, nicht du als Parlamentarier. Also ich unterscheide da nicht. Ich bin Rasmus auch im Parlament. Aber ich habe ja gerade eben schon was gesagt zu dem Thema Grenzen. Ich sage das jetzt auch als Grüner, als Rasmus, als Parlamentarier, als wer auch immer, dass wir als Europäische Union jetzt alles dafür tun müssen, die Klimaziele einzuhalten. Nicht nur, weil ich glaube, dass es für uns auf dem Kontinent wichtig ist, sondern weil wir da auch eine globale Rolle haben. Und dass Solidarität zum Beispiel auch sehr, sehr eng mit der Klimafrage zusammenhängt. Und deswegen würde ich gerne in 20 Jahren in einem Europa leben, was klimaneutral ist oder kurz davor ist, klimaneutral zu werden. Und die Umstellung, die das für uns bedeutet, und das ist eine Riesenumstellung, auch hinbekommen hat oder kurz davor ist, es hinzubekommen. Und ich möchte auch in einem Europa leben, wo wir nicht mehr national darüber diskutieren, dass Rumänen nicht nach Deutschland zum Arbeiten kommen sollen, dass es uns egal ist, dass 30% in Griechenland keine Krankenversicherung haben und dass es uns auch egal ist, ob 30% in Spanien der jungen Erwachsenen arbeitslos sind oder nicht. Ich möchte in einem Europa leben, wo die das nicht mehr sind und wo wir, wie du das auch schon gesagt hast, genauso uns um Jugendarbeitslosigkeit sorgen, die es in anderen Staaten gibt, wie wir es tun würden, wenn das die Situation bei uns hier vor Ort der Fall ist. Der Weg dahin ist weit, das ist mir schon klar, aber das ist mein Anspruch an die nächsten 20, 30 Jahre auch für die Politik und für Zivilgesellschaft und für uns alle. Paulina, welche Erkenntnisse habt ihr aus eurem Think Tank heraus, aus der Arbeit heraus, wie das Europa der Zukunft für die Bürgerinnen und Bürger, mit denen ihr gesprochen habt, aussehen soll? Ist das eine Vision oder sind das eher abgeschichtet Zielvorstellungen, die haben? Kommt man da mit einer Vision überhaupt, Vision zu Europa? Ist da überhaupt was durchgekommen oder ja, sind das eher konkretere Zielstellungen, wie das Beispiel visafreies Reisen für alle Europäer, egal ob sie nun in der EU sind oder nicht? Wir haben tatsächlich diese Frage gestellt und wir haben, das können Sie sich alle wahrscheinlich sehr gut vorstellen, man darf nicht bei so einer Dialogreise immer nur alles fragen und darauf warten, dass die lautesten und die mutigsten antworten, sondern man muss Menschen auch die Möglichkeit geben, anonym zu reagieren, weil manche sind schüchterner oder in sich gekehrter, brauchen einen Moment, um nachzudenken. Also haben wir eine Box aufgestellt mit Wünsche und da konnten Menschen einfach Zettel reinwerfen. Diese gesammelten Wünsche haben wir alle genauso abgedruckt, wie sie auf den Zetteln standen, mit allen Fehlern und Dingen und Formulierungen. Ich habe übrigens diese Hefte mitgebracht mit den
Ergebnissen, die liegen davon. Ich werde jetzt natürlich nicht Sie belästigen darin, dass ich alle vorlese, aber der größte Block an Wünschen ging zum Themenkomplex Zusammenhalt, Integration, Werte und Solidarität. Das war der allergrößte Wunschblock. Umwelt, Gesundheit war auch ein großes Thema. Außen- und Sicherheitspolitik, auch ein großes Thema. Zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Russland und Putin verbessern, wurde auch genannt. Sicherheit für alle, lese ich hier gerade. Arbeit und Soziales war auch ein großes Thema. Da ging es darum, dass die Bürgerinnen und Bürger bei uns haben genannt, dass sie den europäischen Arbeitsmarkt als etwas sehr Befreiendes empfinden, aber auch etwas, was Konkurrenzdruck auslöst. Und dass damit irgendwie besser umgegangen wird, haben sie sich gewünscht. Bürgerinnennähe haben sie sich gewünscht. Information und Medien steht hier. Dann der Klassiker, Bürokratieabbau. Also all mögliche Dinge, die da kamen. Besonders konkret war es noch nicht. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was wir alle lernen müssen. Wie wünsche ich mir eigentlich oder wie visioniere ich eigentlich konkret? Darf ich noch einen Satz dazu hauen? Im Europawahlkampf vergangenen Jahres saß ich auf einigen Podien und habe immer Soziales Europa gehört. Und dann hatte ich die Dreistigkeit, einen Panelisten neben mir zu fragen, was denn jetzt Soziales Europa ist. Martina aus Bulgarien, 22, wacht morgens im sozialen Europa auf. Wie sieht ihr Tag aus? Wie sieht der anders aus als heute? Wir müssen Bilder finden für das, was wir beschreiben, weil soziales Europa, da versteht uns keiner. Also ich glaube, wir müssen wirklich Bilder finden, die möglichst ausgemalt sind. Und vielleicht ist das auch ein Job von uns als Think Tank mit. Und wir sind selber noch nicht so gut da drin, wie ich da drin gerne sein würde. Aber ich glaube, wie es die Dame im Video auch gesagt hat, die Jugendlichen sollen da vor allen Dingen mitreden, weil um deren Zukunft geht es ja in erster Linie. Rasmus, was macht denn das Parlament jetzt gerade, um Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen, außer dass du mit uns im Gespräch bist und mit Bürgern? Ne? Es läuft ja eine große Zukunftsdebatte, aber was passiert da, wie kommt man jetzt an die Leute ran? Jung, alt, generationenübergreifend. Also, genau, es läuft gerade eine große Zukunftsdebatte. Es gibt so einen, von Parlament und der Kommission so einen aufgesetzten Prozess, der sich Zukunft Europas auch nennt und wo unterschiedliche Veranstaltungen, vor allem auch außerhalb von Brüssel und Straßburg stattfinden sollen. Veranstaltungen wie zum Beispiel hier heute Abend, methodisch vielleicht ein bisschen so, wie du es gerade beschrieben hast, von dem, was ihr gemacht habt, um Ideen zu sammeln und diese zu dokumentieren und diese dann in einen Prozess einzuspeisen, wo dann am Schluss natürlich die, das Parlament, aber dann auch die Mitgliedstaaten, die Kommission dann halt entscheiden müssen, was mit diesem Prozess, also was mit den Ergebnissen passieren sollte und was dann realistisch ist und was vielleicht auch nicht. Da kann man nur alle einladen, die Interesse haben, sich damit auch sich da einzubringen in den Prozess, sich da auch einzumischen. Das Europäische Parlament hat Verbindungsbüros in allen Mitgliedstaaten, also auch für Deutschland, und da könnte man sich dann zum Beispiel, glaube ich, ganz gut hinwenden, und die wissen dann auch, wann, wo und wie Veranstaltungen stattfinden. Wenn man als Organisation daran mitwirken will, hat man, glaube ich, sogar auch noch die Möglichkeit, selbst was auf die Beine zu stellen. Also da gibt es so eine Öffnung gerade, weil man auch sieht, dass so wie das jetzt gerade funktioniert, das noch nicht optimal ist und man da noch eine ganze Reihe auch an Weiterentwicklung braucht. Was allerdings natürlich auch eine Gefahr in so einem Prozess ist, dass man am Schluss der Mut dann fehlt, bestimmte Sachen auch anzupacken. Ja? Also größere Strukturreformen zum Beispiel oder so. Und deshalb ist es, glaube ich, besonders wichtig, dass sich da Vereine, Verbände, Einzelpersonen sich auch einbringen, weil das aus den Institutionen heraus, also aus der Kommission, am wenigsten passieren wird. Das finde ich, muss man auch dazu sagen, und dann wird das so eine Brussels-Bubble-Geschichte, und das sollte es nicht werden, denn dafür ist die Zukunft Europas auch zu wichtig für uns alle. Und was es halt eben auch geben wird, ist, neben regionalen Veranstaltungen soll es zum Beispiel auch eine größere Konferenz geben, wo Jugendliche, junge Erwachsene die Möglichkeit haben, ihre Ideen mit einzubringen. Das finde ich ist eben auch eine ganz wichtige Sache. Da stimme ich euch zu, dass wir jetzt nicht alles wiederholen, warum das wichtig ist, junge Leute einzubinden. Und das ist in dem Prozess aber auch vorgesehen. Was mir aber gleichzeitig auch wichtig ist, ist, dass wir konkret sind bei Inhalten. Und da hast du auch vollkommen recht. Ja? Und da muss man dann auch
wagen und mutig sein, bestimmte Themen auch kontrovers zu diskutieren, weil viele Themen auch kontrovers sind. Nehmen wir das Stichwort soziales Europa. Was haben wir denn im Wahlkampf diskutiert als soziales Europa? Brauchen wir einen europäischen Mindestlohn? Also nicht einen Mindestlohn in allen Ländern sofort, aber brauchen wir einen Mindestlohn in allen Ländern? So, das ist hoch umstritten. Das von der Leyen will das jetzt machen und ich bin kein Fan von Frau von der Leyen grundsätzlich, ich habe sie auch nicht gewählt, aber sie hat da einen Vorschlag jetzt auf den Tisch gebracht, will das ausarbeiten und das droht schon im Parlament zu scheitern. Und das Parlament ist meistens immer einen Schritt weiter als andere. Woran liegt das? Weil viele um ihre Sozialstandards fürchten, weil viele nicht wollen, dass die Europäische Union die Kompetenz bekommt, dort mitzureden. Dasselbe gilt für Armutbekämpfung. Mindesteinkommensdebatten, ja, ist ja nochmal was anderes als Mindestlohn, Grundsicherung, solche Geschichten. Das wollen halt viele nicht, weil das halt eben dann oft auch zu einem Machtkampf verkommt zwischen Mitgliedstaaten und EU und aber auch zwischen unterschiedlichen Ländern. Da sagen die Dänen, was sollen wir so einen Mindestlohn aus Europa bekommen? Wir haben ein hohes Lohnniveau. Im Zweifel wird das dann nach unten angepasst. Das ist, wenn man näher in die Debatte geht, ich will jetzt hier euch und sie nicht langweilen, dann findet man schnell raus, dass das Quatsch ist, aber diese Befürchtungen dominieren die Debatte und führen dazu, dass wir im Ergebnis wahrscheinlich bei diesen Punkten nicht weiterkommen. Es sei denn, wir fangen anders an, darüber zu reden und wir haben eine aktive Menschen, die sich da in diese Debatten einbringen. Denn nur so kann man diese Debatten verändern und man muss es vor allem eben nicht nur tun, indem man probiert, uns in Brüssel zu beeinflussen, sondern man muss vor allem die in Berlin und die in Kopenhagen beeinflussen oder in anderen Hauptstädten, weil das nämlich meistens die sind, die bremsen. Paulina, wie kriegt man das dann hin, Gesellschaft in Wallung zu bekommen? Und du hattest ja, glaube ich, wenn ich das jetzt noch richtig im Ohr habe, auch kurz in Zweifel gezogen, eine Frage gestellt, was ist eigentlich die europäische Zivilgesellschaft oder europäische Bürger? Sind wir das eigentlich oder das ist abgeschichtet sozusagen die Identifikation? Wie gehen wir damit um? Wir haben immer noch den Vorwurf, dass die europäischen Debatten eine Elitendebatte sind und so weiter. Von daher werden wir auch gleich das Podium einbinden und nicht das Podium, sondern das Plenum einbinden. Und ich muss, weil ich nun auch selbst betroffen bin, fällt mir der Hinweis schwer, weil wir mögen etwas langsamer sprechen, weil ja übersetzt wird. Und ich hoffe, dass wir das, also sonst müsst ihr mich auch ermahnen als Moderator. Ich habe da auch eine Herausforderung. Also sind wir das eigentlich? Also du hattest ja davon gesprochen, dass die Identifikation erst an zweiter, dritter Stelle ist. Wie bekommt man das dann hin, wenn man sich europäisch engagieren will? Wir haben das während des Europawahlkampfs, um nochmal ein Beispiel zu bringen, die Debatte um die Uploadfilter war ja vor allem eine Debatte, die in der deutschen Jugend hochgekocht ist. In Polen fand die in der Massivität, auch in Frankreich, ich glaube auch in Dänemark, gar nicht mehr so statt. Und eigentlich war es ein europäisches Thema, aber eine sehr deutsche Debatte. Wie kommen wir denn dazu hin, dass wir über Zukunft und wie wir in Europa leben wollen, auch europäisch diskutieren? Ich versuche mal ganz konkret und nicht so auf der Metaebene zu antworten, da ich auch so eine viel zu Schnellrederin bin. Ich versuche es und sonst gerne kritische Blicke, dann versuche ich das zu deuten. Konkret eins, medial. Ganz eindeutig medial und das heißt nicht, dass wir jetzt alle Euronews, einen Sender, der nur auf Hotelzimmern und in Autohäusern läuft, brauchen, sondern dass die Medien, die wir konsumieren in unseren Einzelstaaten, auch mal ruhig europäischer, mit einer europäischen Brille, berichten sollen. Also wenn man Berichte über Europapolitik liest, liest man ja häufig, Italien will das und das, Deutschland will das und das. Und es wird nicht, wie Rasmus ja vorhin erzählt hat, eigentlich berichtet, dass sich da transnationale Koalitionen in Interessensvertretungen schmieden. Und das wünsche ich mir zum einen, ja, also dass wir medial europäischer unsere Interessen lesen und diskutieren können. Und zweitens lehne ich mich jetzt mal ganz weit mit einer Idee aus dem Fenster, ein europäischer verpflichtender Zivildienst. Also
Wenn ich jetzt nur an Deutschland denke, ja, dann sehe ich, dass die Spaltung der Gesellschaft unter anderem deshalb vorangetrieben wird, weil wir fast einen institutionalisierten Abbau haben von Begegnungsräumen. Wir haben Stadtteilsschulen, ja, dann haben wir das dreigliedrige Schulsystem. Ich gehe schön bei den Gymnasiasten hin, danach bin ich schön weiter in der Elitenförderung, bin ich eine Frau, ich habe keinen Zivildienst, deswegen treffe ich auch nicht jemand anderen, der anderswo herkommt. So, und ich glaube, und deswegen lehne ich mich weit aus dem Fenster, das ist keine besonders in den progressiven Kreisen gern gesehene Meinung, wenn das Wort Zwang oder Pflicht auftaucht, aber ich spreche mich dafür aus. Ich glaube, wir brauchen einen verpflichtenden Sozialdienst europaweit. Es darf kein Formular B380 sein, dass ich die Ausnahme bin, die nach Spanien will, in den Kindergarten helfen, sondern es muss Standard sein, dass es möglich ist, nach Spanien, Schweden oder sonst wohin zu gehen. Und ich glaube, das sind konkrete politische Vorstellungen, Maßnahmen, mit denen man zu einem, wie du sagtest, ne, europäischeren Gesellschaft, Verständnis, Solidarität kommen könnte. Feuer frei. Anke, du bist ja sozusagen Europäerin. Bist du europäischer geworden durch dein Jahr hier in Lübeck? Ja, ich glaube auf jeden Fall ein bisschen, weil ich nicht nur jetzt mich auch identifizieren mit Lübeck und auch ein bisschen Lübeckerin geworden bin, finde ich. Aber ich finde das eine sehr interessante Idee, aber für mich fängt das an, das einfach einfacher zu machen, so ein freiwilliges Jahr zu machen, weil zum Beispiel es gab jetzt eine Stelle in Lübeck und deshalb konnte ich mich bewerben und war es eigentlich ziemlich einfach für mich, mich zu bewerben, und dann gab es nicht mehr so viel Bürokratie und nicht mehr so viel Formulare, aber vielleicht gibt es auch jemanden, die gerne einfach irgendwo in Spanien mal so ein soziales Jahr macht, aber da muss man erst bewerben, muss man etwas ganz lang ausschreiben, muss man eine Organisation kontaktieren, und obwohl es schon irgendwie eine Struktur gibt, ist diese Struktur für Jugendliche noch viel zu schwierig. Für Jugendliche ist es super schwierig, das zu finden, und für mich fängt es schon an, dass Leute das einfacher machen können, und vielleicht fängt das dann an, mit einem Monat nur einen Freiwilligendienst zu machen, und geht es dann schon länger. Aber das ist so schwierig. In Belgien kann man nur seit diesem Jahr in Belgien einen Freiwilligendienst machen. Und das ist eigentlich, aus wenn man dann in Deutschland gewesen ist und das gemacht hat, ist eigentlich total bescheuert, dass man die vergangenen Jahre war das halt illegal, einen Freiwilligendienst zu machen. Und da finde ich, dass man anfangen muss, dass man das einfach machen kann. Ja, vielen Dank. Ich möchte jetzt Sie und euch bitten, ein Statement abzugeben, Fragen zu stellen, natürlich an uns, an das Podium. Ihr habt die Möglichkeit, natürlich zu reden, aufzustehen, zu sprechen mit dem Mikrofon oder auch das Ganze digital zu machen. Und ich bekomme die Fragen hier vorne angezeigt. Und wir sprechen hier schon noch live. Und habe dann die Möglichkeit, ich werde die Fragen dann aufnehmen, wenn ich reden mag, hackt es da rein. Und ansonsten gerne auch feuerfrei, haben Sie und Ihr Fragen, Statements, selber Eindrücke, die hier spannend sein können für unsere Fragestellung. Wer möchte beginnen? War ich okay, oder? Ach, für die Aufnahme, okay. Ich habe eine Frage zum dem aktuellen Debatte, dass wir ja hier, glaube ich, alle das Gefühl haben, Europa muss noch viel enger und kompakter werden. Gleichzeitig zerfesselt es irgendwie am Rand, die Engländer hauen ab. Es gibt auch Länder, die ja mitten in Europa sind, aber demokratisch gewählte Menschen an ihre Spitze setzen, die antieuropäisch agieren, wenn ich nach Ungarn gucke. Und auch andere Länder. Wie schaffen wir das, damit umzugehen in einer Europäischen Union? Wenn wir einerseits sagen, wir wollen, dass es noch demokratischer wird, da gebe ich Rasmus total recht, noch mehr Demokratie bedeutet wahrscheinlich in unserer Vorstellung noch mehr Basisdemokratie. Gleichzeitig erleben wir, dass basisdemokratische Entscheidungen wie in England oder in Ungarn auch zu antieuropäischen Tendenzen führen können. Auch in der Schweiz zum Beispiel. Wie denkt ihr darüber nach? Das fände ich ganz spannend.
ich glaube, dass man, also vieles von dem, was wir gerade schon besprochen haben, in eine Richtung geht, die auf jeden Fall dazu führen würde, dass sich auch die politische Lage in vielen Ländern verändern würde, dass man auch anders demokratische Debatten hört, dass man aber auch die Möglichkeit hat, ja, eben nicht so stark halt eben auch nur im nationalen Diskurs, in einer nationalen Debatte festzuhängen. Ich bin auch der Meinung, dass wenn ich sage, ich möchte eine demokratischere EU, dass ich nicht damit unbedingt meine, wir machen jetzt alles nur noch über Referenden wie in der Schweiz. Ich bin großer Fan von direkter Demokratie, das bin ich auch immer noch, aber ich sehe auch, was in den letzten Jahren vielfach stattgefunden hat. Wenn ich darüber rede, dass die EU demokratischer werden soll, dann finde ich, dass man das Europäische Parlament noch weiter stärken sollte. Dann finde ich, dass man nicht einen Rat haben sollte, wo Minister hinter verschlossenen Türen die Hälfte der Macht oder vielleicht noch ein bisschen mehr haben, sondern dann möchte ich, dass man darüber nachdenkt, ähnlich wie in den USA, ein Parlament mit zwei Kammern zu haben. Ja, das heißt, man hat eine regionale Vertretung, direkt gewählt, anders zusammengesetzt, das kann man sich dann im Konkreten überlegen. Man hat das Europäische Parlament, die eigentlich auch gar nicht mehr national gewählt sind, die Abgeordneten, sondern nach Parteienfamilien gewählt sind. Warum sitze ich als Abgeordneter im Europaparlament da über meine nationale Partei oder über die nationale Liste? Warum gibt es nicht die Möglichkeit, das zu europäisieren, das Wahlrecht zu europäisieren? Ich sitze in der Fraktion ja auch nicht nur mit Deutschen, Gott sei Dank, sondern mit Abgeordneten aus ganz vielen Ländern und uns eint nicht die Staatsbürgerschaft, sondern unsere politische Grundüberzeugung. Und so teilen wir uns auch auf. Wir teilen uns in den Ausschüssen ja auch nicht auf die Deutschen machen den Haushalt und die Franzosen geben das Geld dann in der Sozialpolitik wieder aus oder so, sondern so arbeiten wir ja nicht. Und das würde ich mir wünschen. Und dann gehört aber natürlich auch dazu, dass man mehr Möglichkeiten hat, dann auch Einfluss zu nehmen auf die Prozesse. Es gibt ja dieses Instrument der Europäischen BürgerInnen-Initiative, wo es ja die Möglichkeit gibt, auch Prozesse zu starten, wo man sagt, damit soll sich die Kommission, damit soll sich die EU befassen, und das tut sie nicht. Eine erfolgreiche Initiative hier in Schleswig-Holstein, sollte man das erwähnen, war von den nationalen Minderheiten, also von der dänischen Minderheit bei uns, von den Friesen, von der deutschen Minderheit in Dänemark, von den Sinti und Roma und von ganz vielen 100 anderen Minderheiten in Europa. Die haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass Minderheitenpolitik, Minderheitenrechte kein Thema der Europäischen Union ist, dass die Europäische Kommission sagt, bei diesem Thema, wo ich glaube, jeder fünfte oder sechste Europäer, jede fünfte, sechste Europäerin einer Minderheit angehört, dass sich die EU-Kommission da nicht zuständig fühlt. Und da haben die eine Initiative gestartet, haben Unterschriften gesammelt. Wenn wir jetzt nicht den Coronavirus hätten, dann würde in 2 Wochen dazu eine Anhörung im Parlament stattfinden und danach eine Plenardebatte. Und danach muss die Kommission ihre Stellungnahme dazu abgeben und sagen, inwiefern sie jetzt auf diese Initiative reagiert. Und das ist ein gutes Beispiel, aber es ist immer noch viel zu kompliziert, das zu tun und umzusetzen, weil die Wege sehr formal sind. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass es von solchen Instrumenten beispielsweise mehr Möglichkeiten gibt. Die letzte Entscheidung muss aus meiner Sicht schon meistens bei den direkt gewählten Abgeordneten auch weiterhin liegen, aber man muss mehr Möglichkeiten haben, dort Ideen einzuspeisen. Ich nehme eine Frage aus dem Publikum mit auf, die sich auch so ein bisschen schon damit rumdreht. Welche Möglichkeiten gibt es, die europäische Identität, auch den europäischen Zusammenhalt für die Zukunft zu fördern? Einmal kann man natürlich jetzt aus dem Parlamentarismus heraus gedacht schaffen, mehr Klarheit, mehr Zuständigkeit zu haben, aber das wird ja wohl nicht reichen. Was sind weitere Anknüpfungspunkte? Paulina und dann vielleicht auch gern noch Anke. Ehrlich gesagt habe ich ja gerade das eben schon mal gemacht und gesagt, ich glaube, dass ein europäischer Zivildienst zu einem europäischeren, solidarischeren Verständnis führen könnte. Also das als konkreter politischer Vorschlag. Ich glaube, dass das, was ich auch eben schon genannt habe, dass die Art, wie kommuniziert wird über Europapolitik oder auch außereuropäische Politik, ein Weg ist, wie wir es verbessern können, zu einem besseren europäischen Verständnis kommen können. Deswegen, ich habe das Gefühl, ich habe die Punkte da schon genannt. Sicherlich gibt es noch sehr viel mehr. Deswegen vielleicht möchte einer von euch beiden noch weitere Vorschläge dazu bringen. Anke. Oh ja.
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig auch, dass Leute wissen, wie will die eigentlich mit Europa in Kontakt kommen. Ich glaube, die meisten Leute, die denken ja, Europa, das ist da irgendwo in Brüssel und die diskutieren über irgendwelche Sachen, aber das hat nichts mit mir zu tun. Aber wir kommen sicher fast jeden Tag, ich glaube, jeden Tag mit Europa in Kontakt. Das Geld, mit was wir zahlen, aber auch einfach Straße, Bildung, Museum, das wird alles gefördert bei der EU. Nicht nur in der Europäischen Union, aber auch auf der Balkan zum Beispiel. Da gibt es auch ganz viele Leute, die jeden Tag in Kontakt kommen mit Europa. Und die wissen das nicht. Und ich glaube, es fängt an mit Leuten, dass Leute wissen, ah, okay, das ist eigentlich die EU, dass das geschafft hat, dass ich das jetzt machen kann. Und ich glaube, das würde schon viel ändern. Ich hoffe, dass das ein bisschen die Frage mit beantwortet, die gestellt worden ist, was für die kleinen Leute das Positive an Europa eigentlich ist. Denn sie bestimmen die Stimmung. Du hattest ja vorhin auch, Paulina, wir brauchen eigentlich auch Bilder, ne, zum sozialen Europa und so weiter. Wir wissen, dass die Feinde Europas sehr starke Bilder haben, wenn wir an, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon wieder nennen möchte, weil mich das anwidert, sage ich trotzdem das Demokratiemonster. Und da wird ja ein sehr starkes Bild benutzt, um demokratische Prozesse, bürokratische Prozesse als verlängerter Arm von Demokratie zu beschreiben. Und wir haben da nichts neutral bis also sogar Positives entgegenzusetzen, wenn wir da ehrlich sind. Da fehlen positive oder Bilder überhaupt, um bestimmte Dinge zu beschreiben. Es muss ja nicht immer positiv sein, aber zumindest was dem auch entgegenzusetzen, das haben wir nicht. Soziales Europa wird technisch in der Regel beschrieben. Aber jetzt wolltest du noch auf Paulina reagieren, Rasmus. Die Chance möchte ich dir dann gerne auch einräumen. Ja, also im Grundsatz wahrscheinlich nicht. Sind wir da nicht unterschiedlicher Meinung? Weil ich ja sehe, wo du mit der Idee hin willst, nämlich, dass es mehr europäischen Austausch gibt. Und dass mir ist auch wichtig, dass es europäischen Austausch nicht nur für Studierende gibt, sondern auch für Menschen, die eine Ausbildung machen, für Menschen, die in anderen Lebenslagen sind. Und das kann man natürlich theoretisch auch über so einen Freiwilligendienst machen. Ich bin kein großer Fan von diesen Pflichtmodellen, weil ich glaube, dass man Leute zu ihrem Glück nicht zwingen kann. Vor allem nicht in der Situation, wo man noch nicht mal genug Ressourcen bereitstellt für alle die Menschen, die gerne unterwegs sein wollen und das gerne machen. Und vor allem nicht in der Situation, wo Freiwilligendienste noch so kläglich ausgestattet sind, dass wir uns vor allem darum kümmern sollten, ist für Menschen, die sich auf den Weg machen, es attraktiver zu machen und auch genug Plätze vorhanden zu haben. Und es für die dann auch einfacher, das hast du dann ja auch gesagt, in der Verwaltung, ja, dann halt eben auch zu machen. Das unterstütze ich alles. Ich finde auch die Idee, ein Interrail-Ticket für alle zum 18. Geburtstag, finde ich auch super. Aber dieser Pflichtdienst, das ist gerade nicht mein Fokus, weil ich nicht glaube, dass das das richtige Instrument zum jetzigen Zeitpunkt ist. Wie viele Leute nutzen denn das Interrail-Ticket? Ticket aus Schleswig-Holstein, hast du dann über? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Europaweit, deutschlandweit, gibt es da eigentlich? Es gibt ja eine Anzahl an Tickets, ich habe die Zahl auch nicht im Kopf, ist ein anderer hier vielleicht besser. Und die werden dann ja verlost. Und wie viele aus Schleswig-Holstein sich da jetzt auf ein Los beworben haben und das Los gezogen haben, das weiß ich nicht. Aber das wäre auf jeden Fall ein Instrument, was man ausweiten könnte, weil das ja eine gewisse Anzahl bisher nur ist und die auf jeden Fall viel mehr Bewerbungen haben, als sie Plätze bisher haben. Und das Verfahren wahrscheinlich auch vereinfachen, du hast ja schon beschrieben, also man hört ja raus, dass das eher Hürden darstellt und wenn man dann, so wie du ja beschrieben hast, auch das Ziel hat, dass man nicht nur Leute mit Abitur oder höherer Bildung in den Austausch bringen will, dann müssen natürlich auch die Hürden gesenkt werden. Das ist, glaube ich, steckt da jetzt mal mit drin. Ich interpretiere jetzt mal da rein. Ich habe noch weitere Fragen. Wir haben uns ja schon drüber unterhalten, weil du auch über ein grenzenloses Europa gesprochen hast. Wie passt das eigentlich zusammen mit europäischen Nicht-EU-Ländern, die durch EU-Außengrenzen immer stärker von ihren Nachbarn abgegrenzt werden? Und eine weitere Frage ist natürlich auch, denn so, wo hört Europa auf? Gehört die Türkei dazu? Das ist natürlich eigentlich eine abendthemende Sonderfrage, aber vielleicht können wir das trotzdem mit anreißen. Rasmus, wie passt das zusammen? Gar nicht. Das war langsam genug, oder?
Gar nicht. Das ist ein Riesenproblem, wie wir auch mit Staaten umgehen in der Europäischen Union, die Interesse haben, Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Das ist ein Riesenproblem, dass auf dem Rat, auf dem letzten Ratsgipfel oder vorletzten Ratsgipfel der französische Präsident mit ein paar anderen zusammen verhindert hat, dass es konkret in den Beitritt von bestimmten Staaten geht, die nächsten Schritte gegangen werden. Das ist ein Riesenproblem. Es ist strategisch, politisch dumm und es ist tragisch für die Menschen, die in diesen Ländern leben und die, gerade auch für die junge Generation, das Visa-Thema ist angesprochen worden in dem Video, aber auch bei vielen anderen Fragen, wenn wir wollen, dass wir uns gemeinsam wirtschaftlich entwickeln, wenn wir wollen, dass diese Länder auch bei den Fragen von Klima- und Umweltschutz weiterkommen, dann gibt es ganz, ganz viele Gründe, warum es viel besser wäre, sie mit an Bord zu haben, als sie außen vor zu lassen. Und der zweite Punkt, der damit dann zusammenhängt, ja, wenn die EU sich so verhält, dann klopfen halt andere an. Dann klopft Russland an, dann klopft China an und dann weiten andere ihren Einfluss aus. Und ich bin jetzt hier nicht so ein weiß ich nicht, kalter Kriegspolitiker, der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, davor warnen will, dass irgendwie Russland und China irgendwie ganz, ganz schlimm wären und so und wir die Guten sind. Darum geht es mir nicht. Aber trotzdem haben wir als Europa, als Europäische Union Interesse daran, dass wir den Ländern eine Perspektive geben, dass wir den Menschen dort eine Perspektive geben und die Tür nicht zuschlagen, wenn sie anklopfen. Und dasselbe sieht man auch bei der Türkei, würde ich sagen. Für mich ist jetzt gerade nicht die Frage, gehört die Türkei zu Europa, geografisch zu einem sehr kleinen Teil. Politisch fällt es mir schwer, da gerade Ja drauf zu antworten. Vor ein paar Jahren hätte ich das noch bejaht. Für mich geht es eher um die Frage, was lernen wir eigentlich auch aus dem Umgang, den wir in der EU, aber auch Deutschland, die Bundesrepublik, lange Zeit mit der Türkei hatte. Ja, was lernen wir eigentlich auch aus den Fehlern, die wir vielleicht auch gemacht haben? Was lernen wir daraus, dass man Deutsch-Türken, türkisch-deutschstämmigen mit zwei Staatsbürgerschaften oder mit einer Staatsbürgerschaft, aber Familien in beiden Ländern, das Signal sendet, ihr könnt nicht beides sein, ihr müsst euch entscheiden. Ja, wie gehen wir eigentlich damit um, dass sich viele in unseren Gesellschaften auch aufgrund von Rassismus und Diskriminierung abwenden und sich plötzlich Erdogan zuwenden? Da können wir irgendwie nicht so hochnäsig auf dem Podium sitzen und das von dort beurteilen und mit dem Zeigefinger agieren, sondern dann müssen wir uns fragen, was müssen wir auch besser machen, um dort halt eben ja auch eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln und auch den Menschen eine Perspektive zu geben. Und dass das jetzt gerade in dieser Woche, gerade mit Erdogan als Staatschef oder als Präsident nochmal tausendmal komplizierter geworden ist, das ist ja alles richtig. Aber wir haben halt sehr viele Fehler auch in der Vergangenheit gemacht und wenn wir jetzt drohen, diese Fehler auch mit anderen Staaten zu machen, dann wird es uns insgesamt schwächen und daran haben wir alle kein Interesse. Ich will dann eine Frage aus dem Publikum noch mit aufnehmen, die, glaube ich, jetzt die du zumindest aus deiner Sicht beantworten haben könntest. Wollen wir Menschen beispielsweise aus Südosteuropa oder auch aus Afghanistan, Syrien dauerhaft aus der Europäischen Union heraushalten? Können wir uns das leisten? Da will ich bei Paulina nochmal nachfragen, ob du dazu auch Erkenntnisse aus den Dialogreihen mitbringst, aus der Forschung, aus eurem Think Tank, Wiedereinstellungen zu sind. Die Frage noch einmal wiederholen? Gerne. Es geht darum, ob wir uns leisten können, Menschen aus Südosteuropa oder auch, und dann ist es Afghanistan, Syrien, es sind ja zwei Kreise, Südosteuropa ist ja Europa, heraushalten sollten weiterhin. Also die Beitrittsverhandlungen verschieben sich ja immer wieder und so weiter. Können wir uns das leisten, uns, ich mache es mal ein bisschen platt, abzuschotten? Ich glaube, mit der Vokabel können wir leisten, kann ich wenig anfangen, kann ich wenig zu sagen. Ich halte es politisch für richtig, offen zu sein für Staaten, für vor allen Dingen an die Bevölkerung in diesen Staaten zu denken und zu überlegen, was kann ein Beitritt Stabilisierendes haben für diese Bevölkerung und die Zivilgesellschaft. Deswegen bin ich dafür, die Tore niemals in irgendeiner Richtung zu schließen, genau wie beim Dialog, halte ich auch immer für richtig, das offen zu halten. Erkenntnisse bei unserer Dialogreise, ja, ich habe das genannt, dass es Ressentiments gab. Ich erinnere auch Zitate von Leuten, die gesagt haben,
ich fühle mich sehr eng verbunden mit unseren europäischen Nachbarn. Aber ich meine die Alten, also nicht die Neuen. Die gehören irgendwie nicht richtig dazu. Und mit die Neuen waren die neueren Mitgliedstaaten aus dem Balkan gemeint. Und das ist eine Haltung, die wir auf jeden Fall da gespürt haben. Es ist aber kein Grund, aufzuhören, Beitrittsverhandlungen zu führen. Es ist einfach nur ein Grund, bessere, vielleicht auch innereuropäische Integrationsarbeit zu leisten, Identitätsarbeit zu leisten. Ich schätze, das ist der Auftrag, der mit einhergeht. Einen Gedanken habe ich noch. Ich sitze gerade parallel an einem europäischen Großprojekt. Das nennt sich der European Hub for Civic Engagement. Es gibt das Phänomen der Shrinking Spaces. Shrinking Spaces bedeutet, dass zivilgesellschaftliche Räume sich verengen, der Handlungsspielraum eingeschränkt wird von einer kritischen Organisation durch politischen Druck. Und als Reaktion auf diese Shrinking Spaces würden wir gerne daran mitwirken, Open Spaces, also offene Räume zu kreieren und das im Digitalen mit der Hilfe von Civic Tech, also zivile Technologien, würden wir gerne kritische Zivilgesellschaft daran unterstützen, ihre Arbeit zu machen. Wenn ihre nationalen Regierungen nicht mehr dafür da ist, glauben wir, die europäische Ebene muss rein. Warum erzähle ich das? Weil einer der Kritikpunkte, die mir entgegengebracht wird bei dem Projekt, der folgende ist: Warum nicht global? Also warum macht ihr Europäer das? Wir brauchen das auch, wir in Afghanistan oder wir im Sudan oder ich weiß nicht wo. Die Antwort kann dann natürlich nur lauten, ja natürlich muss es am Ende oder muss es global sein. Man darf sich nur nicht auch überheben. Ne? Also das eine ist, was man vielleicht auf einer Bühne sagt, ja wir wollen ein globales Netzwerk schaffen. Das andere ist ab morgen früh bei mir wieder die Realität, wo kriege ich das Geld dafür her, wie baue ich die Netzwerke dafür auf. Irgendwo muss man anfangen, aber ich erzähle das, weil... ja, am Ende ist auch Europa eigentlich nicht genug. Ja? Wenn wir über Werte und Rechtsstaatlichkeit reden, nein, dann können wir uns nicht ausruhen auf den 27, die wir gerade sind. Ja, vielen Dank. Da kommt eine Frage nochmal live aus dem Publikum und da hinten auch. Die nehme ich jetzt beide rein. Okay, thank you. Hello, my name is Ilya. I'm coming from North Macedonia. I really like the discussion and the points regarding European joint identity and participation of the young people especially. So I have first two comments on that. The first one is I had to raise my hand to ask a question because as a person coming from non-EU country, I cannot use my mobile data in the country and there is not an open Wi-Fi in this room, so I cannot use the platform. So if we talk about participation, we should consider these details. The other point is that it's odd for me to talk about joint identity, European identity, when some of us have to use headphones to follow the discussion, even though there is a common language that we all speak, it's English, and we could all talk in English. And it, for me, it was difficult to follow everything while waiting for the translation. So if we want to build joint identity, we should consider these details. My question as a young person coming from a country that has some difficulties regarding EU accession, I would like to hear your opinion on that and what should we do as a civil society to prevent Euroskepticism among the young people in these times. Thank you. First of all, two comments for the start. You, one of the points where Germany is a undeveloped country is when it comes to digital topics. So you can't expect from Germany that you have an open Wi-Fi like we have it in most of the other European countries. We are still working on it, but that's something where Germany is really bad, and we have to work on it. And the other thing where Germans are not so good like many other Europeans is when it comes to talking English, and that's because Germany is a very big country and many people are talking German. So I would say that when we will take the debate in English, many people would have the problem to follow the debate or even to ask questions on it. That's my experience I have in when it comes to debating European politics in Germany. On the other question,
Well, I would like to say that there are a lot of possibilities for you also when you talk with friends, other young people in your country or maybe in other countries close to you about European topics, because there are a lot of programs you also can could use for that. And we, for example, from the European Parliament, we should always start by ourselves. So from the European Parliament, we have a delegation, for example, working on countries like your countries, for example. So we have a lot of MEPs also going to your countries, and you could, for example, invite them to a debate or to an event with young people in your country. And when it comes to different topics, like for example human rights, social topics, I don't know, some climate topics, then you can always try to get the European Parliament involved. And I think we have many colleagues also very open-minded about traveling to your countries. I know that from some of the LGBTI pride events in some of the Eastern European countries, where I know that a lot of NGOs and civil society needs also the support of the European Union and, for example, also from members of the European Parliament. And we have very many people or MEPs already engaged in this process. And if you have some topics you like to discuss and you would like to invite our colleagues, my colleagues in Brussels, then let me know, then we can organize something. And I think that is the best way, because we need to talk together. And the good thing that we're talking English now, so that I can speed up because there's nobody translating me. So I really love that, but I don't know if it's the right thing for the others here. We have to talk to each other, and one of the main problems I see in delaying the process or blocking the process, like Macron did some weeks ago, is that we're just talking about each other and not with each other about, for example, the perspective also for your country joining the European Union at the time. And that's why I think the best thing is dialogue. And I can just speak for myself. I would be very open for doing that. Genau. Also wir haben, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Genau, das ist nämlich tatsächlich eine sehr spannende Frage oder Herausforderung, wie auch immer man das jetzt formulieren möchte, im Gestalten von europäischen Initiativen und Gesellschaften, nämlich Sprache. Und es sprechen inzwischen schon, das ist mir in meinem Umfeld begegnet, immer mehr Menschen Englisch. Aber es gibt auch welche, die es gar nicht richtig gelernt haben. Und wenn wir darüber sprechen wollen, dass Europa nicht nur ein Elitenprojekt ist, müssen wir da tatsächlich sehr sensibel auch mit umgehen. Und ist das ein Problem. Und wir haben zwar die Vielfalt, du kannst gerne gleich nochmal auf Dänisch das dann sagen, das kann die Kollegin bestimmt verstehen hier oben im Norden, nein. Dann auf Deutsch, er hat auch auf Dänisch gesprochen, wenn wir auf Veranstaltung gemeinsam waren, da saß ich auch wie so ein Ochs darum. Aber ich wollte nur noch mal sagen, das ist ein Problemkreis und wir behelfen uns jetzt mit dem Dolmetschen und ich würde jetzt auch empfehlen, dass wir das für den Rest des Abends weiter so handhaben. Rasmus. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich empfand es aber auch als ein Akt der Höflichkeit, auf einer Sprache den Fragesteller zu antworten, die der Fragesteller versteht. Aber ich fasse natürlich jetzt auch gerne noch mal meine Hauptpunkte zusammen, abgesehen davon, dass ich gesagt habe, dass Deutschland vor allem bei digitaler Technik ein Entwicklungsland ist, habe ich darauf reagiert, dass er gesagt hat, was kann man auch tun, auch im Gespräch mit jungen Menschen in seinem Land, wenn einem Skepsis gegenüber der Europäischen Union, europäischer Zusammenarbeit begegnet. Und da habe ich gesagt, dass das, was mir am wichtigsten ist, eigentlich Dialog ist und dass ich auch weiß, dass es eine ganze Reihe auch von Abgeordneten gibt im Europäischen Parlament, die dazu bereit sind. Wir haben Arbeitsgruppen, interfraktionelle Arbeitsgruppen, also Abgeordnete aus allen Fraktionen, die sich auch mit der Situation in Regionen wie der, aus der er kommt, Nordmazedonien, auseinandersetzen,
dorthin fahren, sich auch mit Politikern, mit Zivilgesellschaft in diesen Ländern treffen. Und ich habe ihm vorgeschlagen, dass, wenn er daran Interesse hat, dass er sich nochmal bei mir melden soll oder bei Kollegen, die zu den Themen arbeiten, die ihn interessieren, ich da gerne einen Kontakt vermitteln kann und wir auch die Möglichkeit dann haben, vielleicht auch dort vor Ort Gespräche zu führen mit jungen Menschen. Das war so ein bisschen sein Punkt oder sein Anlass und das war dann meine Reaktion darauf. Inhaltlich konnte ich dem Gespräch vorhin einigermaßen folgen. Ich wollte nur betonen, dass man das nicht als Selbstverständlichkeit voraussetzen darf, dass in Deutschland alle Menschen Englisch können. Auch das habe ich. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Auch das habe ich in der Antwort auf ihn gesagt. Ja, ich habe es gehört, ja. Okay. Also, jetzt hast du dich oder haben Sie sich gemeldet und dann du, Klaus. Hello, I'm Marisa and I come from Kosovo Student Council. And Kosovo, we're still not a member of European unions. And what do you think? How can we be part of the changes that we want and we wait to happen for a better future for everyone? Because as youth, we stay in front of them and we want more opportunities for us. Wir können, ich jetzt mal, Klaus, ich will die Frage noch mit aufnehmen. Meine Frage? Ja. Also das ist, ich habe nicht verstanden, was Sie gesagt haben, aber es ist vermutlich was anderes. Ich versuche es gerade noch mal eben auf Deutsch zu sagen, was die Frage war. Sie kommt aus Kosovo, von Kosovo Student Council. Und Ihre Frage war, was können Kosovo-Jugendliche machen, um in der EU dabei zu sein und gehört zu werden? Jetzt, Anschluss. Ich war der Frage mit den kleinen Leuten. Und eben diese Geschichte mit dem Englisch und Deutsch, das ist die Geschichte, die ich meine. Wir verlieren, Anführungsstriche, die kleinen Leute. Also in meinem Fall, ich bin gar nicht so klein, ich bin 1,90 Meter groß, aber ich spreche kein Englisch. Und ich finde ganz toll, dass hier Leute sind, die aus anderen Ländern kommen und ich höre euch gerne zu. Und ihr habt auch Knöpfe, aber ich habe keinen Knopf. Und jetzt habt ihr mich verloren für eine ganze Diskussionsrunde. Das erzähle ich nicht, weil es mir so schlimm geht. Ich fühle mich hier bei euch ganz wohl. Ich glaube aber, dass wir ganz viele Leute verlieren in Europa, weil wir die jung sind, die schlau sind, die in Städten leben, die gute Ausbildung haben, die sind für Europa. Und das ist auch toll so. Die brauchen wir nicht mehr gewinnen. Aber wir müssen die anderen gewinnen. Was machen wir mit den Leuten auf dem Land? Was machen wir mit dem kleinen Arbeiter, der Angst hat, wenn aus irgendwoher noch einer kommt, der auch die einfache Arbeit macht? Darauf, wenn wir darauf keine Antworten, keine guten Erzählungen finden, dann machen wir uns Europa kaputt. Und die AfD und wie sie überall heißen, die spielen genau mit diesem Thema. Also, Frage an euch, welche Antworten müssen wir suchen, um dann Antworten zu finden? Die Frage will ich tatsächlich direkt an Paulina weitergeben und dann an Anke. Ich erlaube. Fragen, ne? Ja, gut. Dann zunächst 1-2 Sätze zu der Frage vom Kosovo Student Council. Das, was mir sofort in den Kopf kam, als du deine Frage gestellt hast, war als Antwort Alliierte finden. Alliierte finden in EU-Mitgliedstaaten, die Stimme vereinen und eure Stimmen, eure Bedarfe, eure Geschichten und Erzählungen auch mittragen und in relevante Diskurse mit einspülen. Das soll jetzt nicht klingen wie Trittbrettfahrer, können wir bitte irgendwo gehört werden, ja, sondern wirklich ein Vereinen von Stimmen und Bedürfnissen, ein stolzes Wir reden mit und nicht nur anklopfen. Ne? Das ist eine Vokabel, ich weiß nicht, ob die Übersetzerin oder der Übersetzer, der jetzt gerade für mich meine Worte für dich übersetzt, eine Vokabel dafür findet und ob das im Englischen funktioniert. In Deutschland spricht man ganz oft bei den Staaten, die Mitglied werden wollen, von Anklopfen. Das hat so was Bittstellerisches. Und ich glaube, wenn ihr als Kosovo Youth Council Board auch nicht mit der Attitüde, die ich euch gar nicht zusprechen will, ich weiß es nicht, aber stolz auftretet, Alliierte findet und eure Stimme stark macht, ich biete mich übrigens als Alliierte sehr gerne an, dann glaube ich, ist das ein guter Weg.
Zweitens, jetzt kam zwei- oder dreimal diese Frage konkret mit, was macht man denn, wenn so ein Euroskeptiker vor einem steht? Oder was machen wir mit den europafeindlichen Tendenzen? Dazu möchte ich sehr gerne eine Antwort geben. Wenn ich nicht beim progressiven Zentrum sitze und nachdenke, dann bin ich Aktivistin nebenberuflich für die Initiative Kleiner 5. Kleiner 5 setzt sich mit radikaler Höflichkeit gegen Rechtspopulismus ein. Und ich möchte auch in diesem Fall gerne auf radikale Höflichkeit verweisen. Ich weiß, dass es nicht immer funktioniert, aber ich weiß, dass es oft funktioniert. Deswegen ein bisschen genauer und ausbuchstabierter. Agieren statt reagieren. Don't get into the defensive mode. Nicht die Verteidigerin werden. Wenn Freundinnen und Freunde, Familienangehörige vor einem stehen und einem Europa-Thesen im Kopf knallen, ja, das Bürokratiemonster und die Autobahnmaut und Brüssel hier und Brüssel da, darf man bloß nicht zur Torschützerin, zum Torschützer werden und rastlos umherspringen. Es sind nämlich meistens dieselben Menschen, die Themenhopping als Sport sehr, sehr gut betreiben. Also in einem Atemzug 15 Themen ansprechen. Man weiß gar nicht mehr, was man eigentlich antwortet. Worten soll. Agieren, selber Themen setzen, ist extrem wichtig in solchen Debatten. Das gilt großmedial und das gilt bei der Familienfeier mit Onkel Heinz, der mal wieder rumstänkert. Ich glaube, dass man, was ich eingangs sagte, ganz am Anfang von diesem Abend, Kritik als europäischen Wert begreifen. Die Kritik nicht bei diesem Onkel oder bei der Mitbewohnerin lassen, sondern selber sagen, ich habe selber was auszusetzen an Europa. Mir stinken auch Dinge. Deswegen packe ich aber nicht alles in einen Topf wie du gerade. Also differenzierter auftreten. Fragen stellen ist ein Zaubermittel, sondergleichen. Einfach mal nachzufragen, seit wann denkst du so? Hast du schon immer Europa blöd gefunden oder die Europäische Union? Oder ist das neu? Und wenn das neu ist, warum? Wann war der Tag? Was war die Mitteilung, die für dich der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen bringt? Diese Fragen sind wichtig. Wie würdest du arbeiten, gäbe es die EU nicht? Wie würdest du konsumieren? Wie würdest du reisen? Wie würdest du kaufen? Wie sähe es anders aus? Und ist es wirklich besser? Also Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Und das klingt nach einer Banalität, die ich gerade sage. Aber ich habe es 3 Jahre nonstop gemacht, nur Menschen Fragen gestellt, die radikale Thesen vor sich hergetragen haben und eine politisch komplett andere Meinung haben als ich. Und ich weiß, es gelingt. Und deswegen möchte ich auch dazu ermutigen, es bei Euroskeptizismus zu tun. Anke, du hast ja als sozusagen auch in deinem Jahr, das du hier in Lübeck verbracht hast bei SEM, als Campaignerin gearbeitet. Du hast versucht, andere Menschen miteinander in Verbindung zu bringen. Vielleicht hast du noch eine passende Antwort auf die Frage. Students. Ja, ich glaube, das ist halt eine Frage, die wir allen haben. Das ist nicht das ist keine Frage für nur Jugendliche aus Kosovo, aber auch von Jugendlichen in Belgien. Wir machen Sache. Alle haben eine Stimme und wir rufen laut. In das letzte Jahr gab es super viele Jugendliche, die auf der Straße gekommen sind, aber die haben halt das Gefühl, die werden nicht gehört. Und ich glaube, es ist wichtig, Organisationen zu schaffen wie SAME, die diese Jugendliche verbindet und dafür sorgt, dass die miteinander reden, Ideen austauschen, und irgendwelche Aktionen machen, aber als Jugendliche in Kosovo, die das Gefühl hat, dass man manchmal vielleicht nicht gehört ist, ist man nicht alleine, das kommt auch in Belgien und genau das Gefühl, dass man gehört werden will und daran etwas machen will, das bereinigt die Jugendliche auch, glaube ich, und das stärkt die auch und zum Beispiel letztes Jahr in SAME haben wir auch vier Stimmen gehört, haben wir viel ausgetauscht und das ist auch, dann ist man auch Teil von einer Bewegung, die etwas ändert, glaube ich. Da wir allmählich zum Ende unserer offiziellen Runde kommen, die Gelegenheit natürlich gleich noch bestehen, auch hier sind ja noch ein paar Fragen gestellt worden, die aber dann wirklich so komplex sind, dass wir nochmal einen Abend brauchen. Das wäre vielleicht auch nett, die untereinander nochmal bilateral zu klären, gleich bei dem kleinen Empfang, zu dem ja eingeladen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Rasmus noch Zeit hat, dass wir da auch, und natürlich auch Paulina, und da ist auch ein Zug nach Berlin noch wieder zurück, also es ist nicht unendlich, aber ein ganz kleiner Moment
wird sie ein bisschen auch noch Zeit haben, Fragen zu beantworten, die wir jetzt hier auf dem Podium nicht lösen können. Aber ich möchte, und das ist hoffentlich so ein bisschen deutlich geworden, wir haben tatsächlich eher darüber gesprochen, über Hindernisse, wie kommen wir dahin, über den Weg, den wir eigentlich gehen wollen, um zu einer Zukunftsdebatte zu kommen. Ihr habt alle davon gesprochen, auch die das Video, das wir gesehen haben, was so Zukunftsvisionen sind, mit großen Worten, solidarisches Europa, grenzenloses Europa und so weiter, demokratisches Europa. Jetzt meine Frage zum Abschluss an euch drei, und ich will dann zum Schluss noch erwähnen, dass wir ja noch einen vierten Podiumsteilnehmer hatten, der leider aus gesundheitlichen Gründen absagen musste und der Adnan sich auch sehr geärgert hat, dass ihn das Fieber erwischt hat. Er hofft aber, dass das nicht Corona ist. Jetzt mache ich zum Abschluss auch noch einen Corona-Spruch, aber da müssen wir, glaube ich, alle durch und ich hoffe auch gesund. Jetzt aber tatsächlich die Frage, du hattest von einem solidarischen Europa ja auch gesprochen. Was ist denn dein persönlicher Beitrag, Anke, dazu, an dieser Zukunftsvision eines solidarischen Europas zu arbeiten? Was ist dein Beitrag? Ein kurzes Schlussstatement von dir dazu. Ich glaube, die kleinen Dinge ändern wir, auch einfach mit jemandem sprechen. Mir ist Nachhaltigkeit wichtig. Ich habe zwei Leute überzeugt, ein bisschen mehr vegetarisch zu essen. Das ist etwas klein, aber damit kann man sehr viel erreichen, glaube ich. Und auch einfach positive Geschichte zu erzählen, mal zu erzählen, dass am Anfang von meiner Zeit in SAME gab es Giada aus Italien. Sie konnte eigentlich nicht gut Englisch. Und sie hat das gelernt, weil sie in Kontakt gekommen ist mit Leuten aus ganz Europa und dann muss man halt Englisch reden. Und das sind kleine Geschichten, die, glaube ich, sehr wichtig sind. Kleine Treffen, die schon einen Impact haben auf Leute. Rasmus, du hast davon gesprochen, von einem grenzenlosen Europa. Was kannst du dafür tun, was machst du dafür, dass du zu dieser Vision, zu dieser Zukunft kommst? Also zum Beispiel ganz konkret bei uns in der deutsch-dänischen Grenzregion, wo ich lebe und aufgewachsen bin, mich als Politiker sehr stark zu äußern, wenn die Grenze von der einen oder von der anderen Seite dicht gemacht werden soll, mich zivilgesellschaftlich zu engagieren mit ganz vielen Organisationen, die bei uns im Grenzland auf beiden Seiten, Dänemark wie Deutschland, sagen, dass sie das nicht wollen, weil sie gemeinsame Zukunft wollen, dass man aber halt eben nicht nur sich mit solchen Fragen abstrampelt und dann frustriert wird, weil die dänische Regierung in dem Fall dann doch macht, was sie will, sondern dass man auch ganz konkret an grenzüberschreitenden Projekten arbeitet, an Dialog auch, dass wir mit dänischen Kollegen und Kolleginnen mit auch über politische Themen diskutieren, auch darüber sprechen, bei Themen, wo wir vielleicht nicht einer Meinung sind, ja, dass wir die Räume, also Räume schaffen, wo man sich austauscht, wo man sich grenzüberschreitend austauscht. Das ist mir total wichtig und damit aber auch im Zusammenhang stehend bin ich Ihnen sehr dankbar für Ihren Beitrag in Bezug auf die Frage, wie erreicht man eigentlich auch die Leute, die nicht hier heute Abend hingehen, ja? Sondern wie erreicht man die Leute, die vielleicht Europa im Alltag haben, aber es für sich überhaupt nicht so wahrnehmen. Und da, glaube ich, haben wir eine sehr, sehr große Aufgabe, auch in der Politik, weil wir in der Art und Weise, wie wir kommunizieren, weil wir in der Art und Weise, was für Themen wir wie adressieren, meistens ja bestimmte Menschen erreichen und sehr viele halt eben auch nicht. Und das bedeutet für mich zum Beispiel ganz konkret, dass man nicht eine politische Abendveranstaltung macht mit spannenden Leuten hier, sondern dass man auch an Orte geht und mit Menschen über Politik redet, wo man weiß, dass sie nicht von selbst auf einen zukommen. Das bedeutet, dass man, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Erasmus-Programme nicht nur für Studierende hat, sondern gerade sich auch dafür einsetzt, dass für Auszubildende solche Sachen stattfinden. Und so gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Ideen, über die man dann auch konkret nochmal reden kann. Und was ich auch sehr, sehr gerne machen will als Europaabgeordneter, der jetzt ja neu gewählt ist im Europäischen Parlament, so viel, ich bin ja auch gerade noch dabei, da anzukommen, da braucht man auch so ein bisschen Zeit, kann ich sagen, ist auch Modelle zu finden, wie man Menschen beteiligen kann an der Arbeit. Nicht einfach nur informieren, das ist auch wichtig. Ja, das ist sehr wichtig sogar. Aber auch zu gucken, wie kann man Menschen beteiligen, wie kann man konkret auch Ideen, Anregungen, die hier jetzt im Raum sind, aufgreifen. Wie zum Beispiel auch zu der Frage, was können wir eigentlich tun, damit
die junge Menschen in Nordmazedonien oder im Kosovo stärker angebunden sind? Ja, wie kann man da vielleicht auch Räume finden, wo es für euch möglich ist, sich mit Menschen innerhalb der EU auch auszutauschen und vielleicht dann auch dazu führen, dass bestimmte Diskussionen dadurch geöffnet werden? Das wären Punkte, die ich gerne in den nächsten Jahren auch im Europäischen Parlament machen will und wo ich auch weiß, dass es eine ganze Reihe auch von anderen Menschen gibt, die sich dafür einsetzen. Ich hatte neulich mal so eine Runde, da habe ich über den EU-Haushalt gesprochen, das ist mein Lieblingsthema, und danach sind alle Leute zu mir gekommen und gesagt, es war super spannend, aber es ist ja irgendwie auch alles frustrierend da mit der EU und so, da geht ja nichts voran. Da habe ich mir jetzt vorgenommen, das kann ich nicht mehr machen. Man muss auch positive Punkte haben, und es gibt auch genug positive Punkte, wo man ansetzen kann und wo wir auch gemeinsam dran arbeiten können. Deswegen würde ich mich freuen, wenn solche Runden wie heute vielleicht im halben Jahr, vielleicht in einem Jahr oder in anderthalb Jahren nochmal stattfinden und wir dann auch darüber sprechen, wo stehen wir denn eigentlich jetzt? Sind die Sachen besser geworden und wie geht es jetzt weiter? Paulina, wie kannst auch zu guter Letzt an dich die Frage, wie kannst du als denkende Frau oder beziehungsweise aus einer Denkfabrik heraus Entschuldigung, manchmal sollte das mal mit Scherzen versuchen, nicht versuchen. Also ganz ernsthaft, wie kannst du aus der Arbeit der Denkfabrik heraus diese Zukunftsarbeit für Europa begleiten? Okay, zunächst ganz persönlich. Wir haben heute ja viele Dinge angesprochen, wo wir sagen, es müsste, es sollte, so sehen wir das. An die eigene Nase packen ist immer gut. Ich habe das Gefühl, ich muss noch so viel lernen zu Europa. Ich habe noch verhältnismäßig so wenig Ahnung. Ich selber trage auch diese immer deutsche Brille ab und zu, ohne dass ich es will. Also erstmal bei mir selber anfangen. Ich will besser darin werden, selber das Vorbild zu sein, was wir in den Videos gehört haben. Denke ich eigentlich schon europäisch? Handle ich schon als Europäerin? Ich glaube nicht. Also das nehme ich mir persönlich vor. Als denkende Frau im progressiven Zentrum, ich fand es wirklich gut, ich merke mir das, im progressiven Zentrum ist unsere Aufgabe, zwischen Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft, in diesem Dreieck bewegen sich Denkfabriken, Thinktanks. Und unser Job ist es, gute Ideen aufzuspüren bei Stimmen, die nicht schon immer auf der ersten Seite in der Zeitung stehen, und diese Ideen dann zu prüfen, noch besser zu machen und genau an den Leute weiterzugeben, die am Joystick sitzen, der Macht, also EntscheidungsträgerInnen sind. Und das ist auch unser Job für die Frage, die hier an der Leinwand steht und über die wir geredet haben. Also zum Beispiel, kann ich jetzt ja mal mitnehmen, vielleicht schreibe ich ja doch mal ein Papier zu, warum es den verpflichtenden europäischen Zivildienst braucht, und trage den einfach mal an Politikerinnen und Politiker ran und höre mir dann auch gern die Kritik an. Zum Beispiel, wir organisieren auch Foren wie diese, wo wir diskutieren. Vielleicht mache ich eine weitere Dialogreise, aber diesmal nicht in Deutschland, sondern in unseren Nachbarländern zu Europa. Also solche Dinge können wir tun, werden wir tun und müssen wir tun. Und bei all dem sollten wir unbedingt kritisch bleiben, weil wir nicht mit diesem Narrativ des abgehobenen Elitären, Europa ist toll, ich lebe in der Stadt etc., ich glaube, diesem Klischee sollten wir nicht allzu sehr entsprechen. Und das tun wir am besten, indem wir uns selber auf den Arm nehmen, nicht allzu ernst nehmen, selber kritisieren. Und die Grundlinien, an die wir wirklich glauben, die können wir messerscharf verteidigen. Danke. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei euch dreien und bedanke mich bei euch und Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, es besteht gleich die Möglichkeit, noch weiter ins Gespräch zu kommen. Bevor das aber soweit ist, hat Max Schön als einer der Förderer ja auch von Schülerhelfen leben hier in Lübeck in seiner Funktion noch das Wort. Herr Schön. Also ich denke mal, dass das Ihr Applaus war. Von meiner Seite aus möchte ich drei Dinge hier am Ende dieser Veranstaltung gerne für die Possehl-Stiftung sagen. Das erste ist ein Dankeschön an Sie vier, dass Sie genau das tun, was Sie fordern, nämlich Sie lösen es ein, Sie sprechen zu Europa, Sie gehen in die Diskussion, Sie reisen rum und Sie setzen sich für unser Europa ein. Dafür ein riesen Dankeschön. Und das
zweite sehr große Dankeschön, das möchte ich gerne an SAME sagen, denn da sind ja 300.000 Schülerinnen und Schüler in ganz Europa, die sich jedes Jahr und immer wieder für ein solidarisches Europa einsetzen und die einerseits darüber diskutieren, aber zum Zweiten eben auch handeln, indem sie einen Tag arbeiten gehen, indem sie besprechen, wo kann das Geld hin, wie können wir damals vor allen Dingen auf dem Balkan und jetzt eben auch in der Syrien-Krise und in Jordanien, wie können wir dort helfen? Denn die Dinge werden nur anders, wenn wir sie anders tun. Also auch dafür ein Riesendankeschön von Seiten einer Stiftung. Zweiter Punkt, dieses Haus hier, also jetzt nicht dieses, hier wurden Ablassbriefe verkauft im Beithaus, ist auch ein Geschäftsmodell. Es lief auch sehr gut, wie man an der Größe des Raumes sieht. Es gibt kleinere Ablasshäuser als dieses oder Beichthäuser. Das Europäische Hanse-Museum meine ich, wenn ich dieses Haus hier meine, als Institution, als es gegründet wurde und man nach den Namen suchte, war es sehr klar, es soll ein europäisches Hanse-Museum sein. Es soll nicht nur die Geschichte der Vergangenheit erzählen, wie war das früher in der Hanse, sondern es soll auch die Brücke schlagen zu dem Jetzt. Wie arbeiten wir heute zusammen? Wie bilden wir heute Netzwerke? Wie gehen wir heute mit Seeräuberei um? Welche Werte tragen uns heute? Und was können wir davon in das Morgen tragen? Mit erhobenem Haupt oder auch mit einem Zähneknirschen? Und vielleicht können Sie noch mal einmal das Bild machen. Ach, da ist es ja sogar das alte Bild. Dieses Logo wird, also ich bin heute zum ersten Mal hier, wo dieses Logo gezeigt wird. Vorher war es ein kleines rotes H. Jetzt ist es doch ein großes emanzipiertes E für Europa, H für Hanse und M für Museum. Es sollte eben auch ein Ort werden, wo genau solche Gespräche stattfinden, wie wir sie heute gehabt haben. Und als wir in der Possil-Stiftung vor 2,5 Jahren war es, eine Strategiesitzung hatten und uns am Ende neben unseren Stiftungszwecken und was wir so machen gefragt haben, was fehlt denn jetzt eigentlich noch, kamen wir sehr schnell an den Punkt, dass alle 19 Stiftungsratmitglieder sehr besorgt waren um Europa. Und jeder sagte, Mann, wenn das mal gut geht, jetzt sind wir kurz davor, dass der Brexit kommt, wir haben schlechte Nachbarschaft mit Polen, wir haben Boykott mit Russland. Wenn man das mal 10 Jahre nach vorne denkt, es kann gut sein, dass das nicht gut geht. Und es ist unsere Generation, also meine und ältere, die letztlich doch massiv dazu beigetragen haben, dass Europa jetzt so auf der Kippe steht. Und deswegen war es unser Wunsch und deswegen sind wir auch sehr froh, dass wir dann auf SAME und Schüler helfen leben getroffen sind, auf junge Menschen getroffen sind, wo wir gesagt haben, wollen wir zusammen, wir haben aus der Vergangenheit von vor 100 Jahren das Geld, ihr habt den Spirit für die nächsten Jahrzehnte, das zusammen machen, dass es dieses Büro und diesen Ort hier jetzt in Lübeck gibt und von hier aus hoffentlich viele Jugendliche dann, nachdem sie hier Europa diskutiert haben, rausgehen in ihre Länder und es schlicht und ergreifend anders machen. Dritter Punkt, ich selber fühle mich sehr europäisch, das mag daran liegen, dass mein Großvater hier aus Lübeck, der hieß Max Paul Otto Schön, das ist sehr deutsch. Seine Frau war aber schon eine geborene Pritzko, das klingt dann schon mehr Richtung Vorpommern, Posen, Pommern oder so. Mein anderer Großvater war Colin Ross, er stammte aus Schottland. Die Familie musste im Rahmen der Clearances, später nannte man das Vertreibung oder ethnische Säuberung, sein Land verlassen, kam so nach Deutschland. Seine Frau war eine geborene Dupont aus Frankreich. Und nicht nur deshalb, aber auch wie ich selber groß geworden bin, in einem freien Europa mit Urlaubsreisen nach Italien, als ich unsere Familienfirma übernommen habe und Niederlassungen in Estland, in Lettland und in Polen gründen konnte, damit einer dänischen Firma fusioniert habe, so der Italia, wir haben hier today, Idee, Dänisch lernen durfte oder musste, für den dänischen Aufsichtsrat, und entdecken konnte, wie viele Vorteile und wie viele schöne Seiten Europa hat, neben dem Frieden, den wir seit 75 Jahren haben, aber einfach auch die Vielfalt der Sprache, was auch ein Problem sein kann, der Kulturen, was auch ein Problem sein kann, der Küche und all dem, was wir teilen oder auch nicht teilen. Und die Vielfalt und die Freude von diesem Europa erleben wir eigentlich gerade dann, wenn wir das miteinander teilen und nicht nur in Deutschland Würste essen, gut in Dänemark auch, dann Hosepölzer, oder in Italien Pizza, sondern indem wir untereinander uns besuchen können, austauschen können und genießen können, was wir einander haben.
Und dann gibt es natürlich Dinge, auf die ich auch als Europäer nicht stolz bin. Gerade, es wurde vorhin genannt, das Thema, wie gehen wir eigentlich an unserer Südgrenze im Moment um mit den Menschen, die nach Europa fliehen wollen. Da bin ich nicht stolz drauf. Ich kann verstehen, dass einige meinen, sie müssten Europa dort verteidigen. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum wir mit Menschen, denen es so viel schlechter geht als uns, so schlecht umgehen. Das erschüttert mich manchmal, aber dennoch setze ich mich für dieses Europa an. Und das kann ja auch anders werden, aber das muss man eben anders machen. Und dass wir hier in Lübeck jetzt so einen Ort haben, wo wir diese Dinge miteinander besprechen, wo junge Menschen herreisen, zurückreisen und dann etwas anderes tun, das macht uns in der Possil-Stiftung sehr stolz, sehr froh. Das hätten wir selber alles nicht gekonnt, das können wir nur durch Sie, durch euch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ansgar, willst du noch was sagen? Nee, ich will Sie nur alle einladen, euch einladen, hier noch dabei zu bleiben für ein Getränk. Wenn ihr Fragen habt über SAME, über SRL, fragen Sie uns. Die meisten Leute haben ein Schild an. Und vielen Dank, dass Sie und ihr da wart. Dankeschön. Es gibt übrigens draußen ein Heft, das heißt Gut und Schön, das ist anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Stiftung entstanden. Da ist ein sehr schöner Bericht über SAME drin. Also wer sich weiter informieren will, tolle Zusammenfassung da. Danke.